Wissenschaft oder so. Good start. Am Hutch, as you just heard, and talking shit. So, trinken hast du ja auch bei dir zu stehen, ne? Ja. Okay. Das ist nämlich das, was ich früher ganz gerne mal vergessen habe. Und heute habe ich zwar mal was zu trinken zu stehen, aber vergesse dann einfach zu trinken zwischendurch. Halt auch doof. This is going to be Uncharted 3. It's not going to be Uncharted 4, 1, 2 or Lost Legacy, because I've got a habit of saying the wrong game. Im Moment wird einfach noch so ein bisschen über die Uncharted 3 an sich geredet, hat aber mit dem Speedrun jetzt noch nicht wirklich was zu tun. Und sobald der Speedrun losgeht, kann dann auch Star Warrior loslegen. Ja, genau. Aber geht er jetzt gleich los dann? Er ist gerade am Losgehen. Ja. Da habe ich gleich schon mal die erste Frage. Und zwar hat er da jetzt eben beim Schwierigkeitsgrad Explorer ausgewählt. Was hat es damit auf sich? Ja, es gibt auf der Uncharted 3 PS3-Version gibt's ja Explorer und Brutal, also gnadenlos heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Gibt es die zwei Schwierigkeitsgrade nicht. Das ist jetzt neu mit der PS4-Version hinzugekommen. Das ist dann zum Beispiel, Explorer ist gut, wenn man einfach nur ja, die Story erleben möchte, das Spiel durchspielen, um die, ja, halt die Story durchzugucken. Da sind dann die Gegner, sterben mit der Pistole nach zwei Schüssen oder so. Also ist halt auch sehr gut für den Speedrun. Sonst noch, ja, man hat, das wurde jetzt bei Uncharted 2 schon erklärt, man hat plus 50% der Lebenspunkte. Also dann kann man auch manche Glitches machen in Explorer, die man irgendwie ja selbst auf einfach nicht machen könnte, wenn man da sterben würde oder so. Ah, okay. Ja. Also ist tatsächlich sogar essentiell für den Speedrun. So, jetzt habe ich es. Oh. Ja. Okay. Auch sogar sehr leicht, würde ich dann sagen, Darth Anakin. Ja, genau. Also leicht ist ja die dementsprechend zweitschwierigste Schwierigkeitsgrad. Aber, ja, das ist dann, ja, wie gesagt, sehr leicht. Ja, auf Deutsch ist es, glaube ich, dann Forscher. Ist ja, ja, Explorer, Forscher. Ist einfach nur die Übersetzung. Würde zumindest passen. Ja. Ich mag die Anfangssequenz hier. Da hat er jetzt einmal einen Checkpoint gemacht. Ich denke mal, damit hat er die Sequenz auch übersprungen, oder? Achso, ja genau, da ist jetzt, ja, das macht man oft in den Uncharted-Spielen, weil da ist dann so ein Checkpoint, der ein bisschen weiter vorher nach vorne ist. Dann kann man meistens nur ein paar Sekunden dadurch sparen. Weiß nicht. Ich glaube, es gibt sogar eine Stelle, da kann man das machen, dann überspringt man sogar ganze Cutscenes oder so. Also. Ah, okay. Gut, das lohnt sich dann ja. Kann man generell Cutscenes wegdrücken in dem Spiel? Ja, es gibt Ingame-Cutscenes, die kann man nicht wegdrücken, und es gibt die ganz normalen Cutscenes, so, ja, wie halt, ja, Filme, die kann man dann überspringen. Ja, man versucht halt irgendwie die Ingame-Cutscenes zu überspringen oder zu vermeiden, so gut es geht. Kostet ja alles Zeit. Ja, genau. Okay, ich sehe den Timer oben rechts, also diesen Ingame-Timer, der sieht genauso aus wie in Teil 2 eben. Ja, das ist auch wieder mit der PS4-Version hinzugekommen, der Speedrun-Modus. Ist halt, ja, dann hat man den Timer Ingame, dann weiß man ungefähr, wie schnell man ist. Jetzt für Speedrun.com wird eine andere Zeit verwendet. Ah, okay. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja, genau. Weil das ist halt hier mit dem Timer ist, wenn man jetzt einen Checkpunkt ja, neu startet, dann wird der Timer auch wieder zurückgesetzt auf die vorherige Zeit. Aber auf speedrun.com wird halt die ja, generelle Zeit verwendet, das heißt mit Ladescreens, glaube ich, bei Uncharted 3 noch. Und das ist dann halt hier ohne Ladescreens, und ja, so kann man halt eine viel kürzere Zeit hinkriegen. Ah, okay. Jetzt aber in schön, Kapitel 1 gibt es noch gar keine Glitches. In Kapitel 2 gibt es, ja, man kann so ein bisschen anders rumlaufen durch die Gegend. Dann kommen manche, ja, kleine Animationen nicht, die dich verlangsamen. Aber sonst eigentlich kein, auch noch keine Glitches. Ja. So relativ geradlinig, jetzt so in der Anfangsphase. Ja, das ist generell, Uncharted 3 ist generell eins der, ja, langsamsten Speedrun-Spiele, die man spielen kann, weil da gibt es einige Stellen, da kann man wirklich nur, ja, nach vorne laufen, muss gucken, wo man hinläuft, dass man nicht irgendwo stehen bleibt. Ja, so wie hier, glaube ich, gerade auch, ne? Ja, genau.
Also die einzige Möglichkeit, wie man hier schneller sein kann, ist, wenn man irgendwie ja, sozusagen die Wand umarmt und direkt dran vorbeiläuft. Ah, okay. Range of motion, I suppose, and makes him move a little bit quicker. Nathan Drake ist hier aber auch wieder der Hauptprotagonist, denke ich mal. Ne? Genau, ja. Ja, ich habe nur Uncharted The Lost Legacy, da ist es dann einer der Nebencharaktere, die in Uncharted 2 hinzugekommen wurde. Mhm. Ja, die kommt jetzt auch in dem Teil nochmal vor. Da ist dann in Uncharted Lost Legacy, die man dann ja, da spielt. Okay. Ich kenne mich halt mit der Uncharted-Reihe nicht so wirklich aus. Ich habe tatsächlich selber nie irgendeins gespielt davon. Deswegen ja, bin ich mir bei sowas nicht ganz sicher. Aber dafür bist du ja da. Ja. Kennt sich da ja aus. Ja, ich habe auch die Story schon lange nicht mehr durchgespielt. Jetzt letztens nur auf Brutal habe ich mal alle drei Teile durchgespielt. Das ist auch ein Schwierigkeitsgrad. Den gibt es nur in Uncharted 1, 2 und 3. In 4 gibt es den gar nicht mehr. Mhm. Ja, ich sag's mal so, es war leicht aggressiv machend. Es war leicht anstrengend. Weil man stirbt da halt wirklich nach ein bis zwei Schüssen stirbt man selber und die Gegner nehmen schon so ein halbes Magazin außer Arca und sterben erst dann vielleicht. Also selbst für jemanden, der die Reihe schon gut kennt und das Spiel halt auch schon mehrfach gespielt hat, auch gespeedrunnt hat schon, ist es immer noch eine Herausforderung. Ja. Okay. Na, hier ist der aktuelle Speedrunner, der Hutchty, also Warren, eine Aussprache bei sowas ist nicht die beste, der hat auch schon gesagt, dass er das nie auf den schwierigeren Schwierigkeitsgraden spielen würde, weil das einfach zu frustrierend ist, zu schwer ist. Mhm. Eben so ein Speedrun soll ja auch Spaß machen. Ja, genau. Weil wenn man den dann wirklich grinden will, wenn man dann, weiß ich, hier hunderte Versuche da reinsteckt. Mhm. Ich glaube, dann macht es keinen Spaß, wenn man dann so frustriert ist bei jedem zweiten Run. Ja, das ist dann auch, in Brutal ist es auch einfach frustrierend, wenn dann irgendwie, ja, da gibt es so ein paar Stellen, da kann man wirklich nur auf gut Glück überleben. Das ist, ja, wie als würdest du 6 Sechsen hintereinander mit einem Würfel würfeln müssen, um da durchzukommen. Mhm. Ja. Oh Gott. Aber deswegen spielt man hier auf Explorer, damit man da sowas nicht hat. Eben. Malusai hat auch gerade geschrieben, niemand mag Bullet Sponges. Genau, also so Gegner, die halt so viel Schaden fressen, aufsaugen. Ah, das stimmt. Und hier haben wir jetzt quasi so eine Art, ja, ich nenne es mal Spionagemission, denke ich mal, ne? Also, dass wir den einen da so ein bisschen verfolgen müssen, beobachten müssen. Mhm. Ja, also das ist jetzt, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich habe hier die Kommentare vom Mainstream auch mal durchgeguckt. Also ach so. Ich habe gerade beide Streams offen, deswegen. Aber ja, das ist jetzt erstmal nur, ja, der da unten, den wir jetzt verfolgen, ist der Sully aus dem ersten, zweiten, dritten, aus eigentlich allen Teilen außer The Lost Legacy. Mhm. Und das hier ist jetzt so die Story, wie Nathan den kennengelernt hat, als er noch ein kleiner Junge war. Ach, das ist Nathan, den wir hier spielen. Ja, genau, das ist Nathan Drake. Ach so, okay. Ja, wir sind jetzt, da gab es ja die, ich weiß nicht, ob es jetzt in der Cutscene war, die eben übersprungen wurde, oder ob das jetzt auch einfach in-game hier zu sehen war. Wir sind jetzt irgendwie 15 Jahre, glaube ich, zurückgesprungen. Ich dachte die ganze Zeit, wir spielen jetzt hier zwischenzeitlich mal einen anderen Charakter. Nee, das ist jetzt noch nicht. Das ist, verwirrt. Ja. Ist halt einfach nur ein junger Nathan Drake. Mhm. Ja, das sind jetzt auch nur noch Kapitel 3 jetzt, was jetzt gerade angefangen hat. Mhm. Dann spielen wir wieder den normalen Drake, dann ist es wieder, geht's da weiter, wo wir jetzt gerade eben waren. War eine Cutscene, die übersprungen wurde, da wurden Nate und Sully, der mit dem, der ja unterwegs war, angeschossen. Aber das war alles so, ja, gestellt bei einer von den Leuten unter den Agenten, die man hier halt bekämpft. Von den, ja, bösen Leuten ist auch einer von den Freunden von Nate und Sully. Das heißt, die haben jetzt ja, ja, war so eine Täuschung, heißt ja auch Deception, Täuschung, dass die dann halt an den Ring kommen, den der jetzt hier gerade geklaut hat. Und dann gibt es da noch so eine Encoder-Disk, damit kann man, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendeine andere Sprache übersetzen halt einfach in Englisch, damit man dann ja Rätsel lösen kann, wird auch später noch eingesetzt. Also das sind die Agenten hier gerade, von denen du geredet hast, genau. Ne? Hm? Ja. Okay. Ah, dieses über die Dächer laufen, sowas finde ich in Spielen immer cool.
Ja, hier gibt es auch gleich eine Stelle, wo ich schon gesagt habe, dass man da dann unterschiedlich laufen kann, um verschiedene Animationen zu, ja, unterbrechen, zu vorbeugen. Weil gleich, wenn wir auf einem Dach, ja gut, das kommt, ist eigentlich direkt, kann ich da dann auch direkt sagen. Das Spiel möchte halt, dass man hier jetzt geradeaus drüber läuft, aber man läuft extra rechts an dem Rand vorbei, weil da kommt so eine Animation, da wird man angeschossen, dann wird ein Dachziegel unter deinem Fuß, rutscht weg, dann hast du halt so, ja, eine Sekunde, vielleicht anderthalb, die du dann langsamer bist. Ach so, okay. Und das vermeidet man dann auf die Art und Ja, Weise. genau. Okay. Das ist ja ganz offensichtlich vom Spiel in dem Sinne auch vorgesehen dann. Ist noch kein Glitch oder dergleichen. Genau. Aber ich glaube, Glitches werden wir auch zu sehen bekommen, oder? Ja, Später? klar, auf jeden Fall. Okay. Hätte mich auch gewundert bei einem Uncharted. Ja, ich habe es schon bei Uncharted 2 im Mainstream geschrieben, dass ich schon dachte, dass Uncharted 1 ziemlich, ja, kaputt ist, dass man da ziemlich viel glitchen kann, aber Uncharted 2 ist, ich würde sagen, Uncharted 2 ist schon ziemlich viel mehr als Uncharted 1. Okay. Jetzt hier gerade, wo er an dem Kühlschrank vorbeigelaufen ist, das ist, ja, kann man es als Easter Egg bezeichnen? Da kann man halt direkt an den Kühlschrank vorbeilaufen, dann macht er die Tür auf und schlägt dem einen von den Agenten ins Gesicht. Halt. Okay. Ja, einfach so als lustige Stelle im Spiel oder so. Aber würde halt auch wieder Zeit kosten, ne? Ja, genau, deswegen. Könnte man vielleicht als so ein Incentive irgendwie mal machen. Agenten im Kühlschrank schlagen oder so. Jo. Achso, ja, und jetzt hier, wenn man immer springt beim Laufen, dann ist man auch ein bisschen, ich weiß nicht wie viel schneller, aber auf jeden Fall ist man dann schneller, als wenn man normal laufen würde. Da machen wir wieder Restart Checkpoint, haben damit wieder eine Cutscene übersprungen. Genau. Im Grunde muss man auch gut wissen oder genau wissen, wo halt die entsprechenden Cutscenes sind, damit man halt möglichst schnell dann mal auf Restart Checkpoint geht. Ja, ansonsten verliert man halt jedes Mal auch wieder ein ganz kleines bisschen Zeit. Ja. Und jetzt hier mit dem Wagen, den er gerade schiebt, da muss man den normalerweise direkt an die Wand schieben. Aber man kann auch irgendwie gucken, ja, dass man den nur, ich glaube, 2, 3 Meter war das jetzt davon entfernt oder so, dann kann man auch schon da drüber springen, ist halt einfach alles, ja, um so ein bisschen, ein klein bisschen Zeit zu sparen. Na, so ein bisschen Optimierung im Grunde. Ja, genau. Und jetzt müssen wir wieder laufen. Hier kann man leider nichts schneller machen mit, ja, Springen oder Rollen. Genau. Gibt es denn generell so eine Verschnaufpause in dem Run? Wo man wirklich mal durchatmen kann? Wenn wir dann überlegen, da ist jetzt eine Stelle, da muss man wirklich eigentlich nur, ja, den Stick nach vorne halten. Das wäre gut, wenn man das so machen könnte, aber leider muss man auch, ja, um Personen rumlaufen, weil das kommt gleich noch. Ich weiß nicht, ich sage es jetzt einfach, also Achtung, Spoilerwarnung für die, die es wird. Da ist so eine Stelle, da wird Nate mit einem Drogenpfeil abgeschossen. Dann läuft er halt so ja, durch eine Gasse mit ganz vielen Personen außen rum. Wenn man da einfach nur gerade aushalten würde und man da würde die Kurven automatisch gehen, an den Leuten vorbeigehen, dann wäre es wenigstens gut, dann könnte man wenigstens verschnaufen. Aber so ist dann halt, muss man immer aufmerksam sein, immer gucken, ja, da ist jetzt jemand, da muss ich dann vorbeilaufen. Ja, kommen wir aber auch noch früh genug zu. Okay. Ist ungefähr kurz vor der Hälfte von den Kapiteln her. Okay. Wie viele Kapitel gibt es denn insgesamt? Was ist jetzt im Kopf? 22 Kapitel gibt es insgesamt und das war gerade eine der ja, blöden Möglichkeiten. Zweimal hintereinander sogar. Das kann auch passieren. Passiert dreimal. Ja, jetzt macht er das auf die normale Weise, weil dadurch kann man auch so ein paar Sekunden überspringen, ja, wenn man da direkt ja, durch die zwei Stäbe springt. Ja, ist halt nicht, ja, groß. Da ist es halt, die meiste Zeit kann man hier wirklich durch so kleine Sprünge, die man irgendwo macht, sparen. So ein bisschen abweichen vom eigentlich vorgesehenen Pfad. Ohne dass man halt gleich das ganze Spiel kaputt macht. Ja. Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich glaube, es gibt so zwei Glitches, die genau die gleiche Funktionsweise haben, die ich jetzt gerade an die ich jetzt gerade denke, wo es dann, ja, wo man wirklich überhaupt out of bounds geht. Weil sonst ist man einfach nur, ja, früher in irgendeinem Bereich,
in irgendeinen Bereich, wo man so da so später noch reinkommen würde. Da gibt es dann in Kapitel 8, glaube ich. Ja, genau, da gibt es in Kapitel 8 eine Stelle, da kann man den einfachsten Glitch in dem ganzen Spiel, wovon ich eben schon erklärt habe, machen. Dann kann man wirklich, ja, ich glaube, 12 Minuten an Gameplay überspringen. Oh, wow, das lohnt sich ja. Ja, und das ist sogar dann einer der Glitches, den ich auch hinkriege. Jetzt vielleicht nicht genau beim ersten Mal, weil man muss da eine ganz bestimmte Stelle hinzielen. Aber ist auf jeden Fall ja einfach zu lernen. Gibt es auch bei mir dann im Speedrun zu sehen. Habe ich extra noch vor dem Speedrun, bevor ich meinen gemacht habe, nochmal gelernt, dass ich weiß, wo muss ich hinziehen. Ah, okay. Könnte Munition in dem Run ein Problem werden? Also, dass die ausläuft oder so? Kommt darauf an, welche Waffe man hat, weil zum Beispiel jetzt die schallgedämpfte Pistole, davon gibt's, ja, die kriegt man nur, wenn man einen Bonus durch Stealth-Kills bei Gegnern macht, weil man kann Gegner zum Beispiel von hinten töten, wenn man die halt als Stealth-Kill tötet, dann haben die manchmal eine Bonuswaffe, zum Beispiel, ja, die droppen eine Granate mehr oder eine andere Waffe, als die eigentlich droppen würden. Okay. Und nur dadurch kann man die Silence-Pistole auch dann, ja, neu aufladen. Mhm. Aber jetzt egal, wie viel Munition man hier verballert, ab dem nächsten Kapitel hat man so oder so 8 Schuss nur noch in der Pistole drin, weil dann muss man halt die anderen Waffen aufnehmen. Hier kann man jetzt noch gar nicht die anderen Waffen aufnehmen, weil man soll halt mit der mit der schallgedämpften Pistole durchlaufen. Mhm. Ja. Finde ich übrigens gut. Ich mag ja Stealth Games allgemein. Mhm. Da ist auch, finde ich, Horizon Zero Dawn ein ganz gutes Spiel. Ja, da habe ich tatsächlich selber auch noch nicht gespielt, aber da habe ich auch schon Interesse dran entwickelt. Ja. Seit dem Speedrun letztens. Da hatte ich ja zusammen mit Ziff das Ganze kommentiert. Das war übrigens der Run, da hatten wir uns im Vorfeld unterhalten. Das war der Run, wo wir alles auf Deutsch kommentieren mussten. Oder wo ich das dann halt gemacht habe, damit Ziff sich aufs eigentliche Kommentar konzentrieren kann. Da war es dann halt Horizont 0 Sonnenaufgang. Jo, das. Ja. Ja, jetzt hier gerade, das ist auch nochmal eine Stelle, da kann man an diesem Lüftungsschacht vorbeispringen. Mhm. Den habe ich jetzt, ja, ich vergesse darüber immer wieder, über den Glitch, dass es den gibt, weil das ist so ein, ja, den sehe ich einmal in einem Speedrun und dann dachte ich, ach, cool, sowas gibt es auch, sowas geht auch, aber ich weiß immer noch nicht genau, wie das funktioniert. Ich denke mal, man muss sich da ganz bestimmt hinstellen und dann genau, ja, springen. Ja, also ist auch eigentlich, denke ich mal, ein ganz einfacher Glitch. Wenn man sich da mal hinhockt, nachguckt, wie man da springen muss, kriegt man den auch nach, ja, 2-3 Mal hin. Okay. Du hattest ja gesagt, dass du das Spiel einmal jetzt selber gerunnt hattest auch. Also einen vollwertigen Run zumindest. Wie lange ist das schon ungefähr her? Weißt du das jetzt aus dem Kopf? Ich glaube, das war April oder Mai ungefähr. Ach so. Also sagen wir ein halbes Jahr circa. Ja, ungefähr. Und willst du dich denn da demnächst mal wieder ransetzen? Hast du da wieder Interesse entwickelt? Ja, so langsam kriege ich immer wieder mehr Interesse, da mal was zu versuchen. Okay, cool. Ja. Dann trage ich dich mal schon für unser nächstes Event ein, ne? Nein, Quatsch. Ja gut, wenn man dann 3 Stunden für, oder sagen wir mal 2:45 für Uncharted 3 Zeit nehmen möchte, dann... Ja, ich meine, sind halt knapp 3 Stunden gefüllt, ne? Ja. Ja, jetzt hier der Glitch ist einer von den Glitches, den ich leider noch nicht genau kann. Ich glaube, soweit ich weiß, funktioniert der ein bisschen ähnlich wie der einfachste Glitch aus dem ganzen Spiel. Mhm. Aber ich habe den trotzdem immer noch keinen... Ah, jetzt gerade war der einfachste Glitch aus dem ganzen Spiel, das mit dem Cover Launch. Also dieses Schnellrennen da, oder was? Genau, das. Okay. Aber ja, ich glaube, die funktionieren ähnlich, aber wie gesagt, den Cover Launch kriege ich hin, aber den anderen jetzt gerade, wo der durch die Wand gelaufen ist, den gibt es 3 Mal in dem Spiel, wird er benutzt. Mhm. Ja, kriege ich leider kein einziges Mal hin. Okay. Na gut, aber das kann ja noch kommen. Ja.
Gerade zu Beginn eines Speedruns, also ist generell mal so ein Tipp für Leute, die jetzt mit Speedrunning anfangen wollen. Gerade zu Beginn sollte man sich jetzt nicht unbedingt an jedem einzelnen Glitch aufhängen, sondern erstmal versuchen, halt das schnell durchzuspielen, ein bisschen Routine reinzukriegen, und dann kann man nach und nach einen Glitch nach dem anderen erlernen. Oder halt auch nicht, wenn einem jetzt irgendein Glitch zu schwer ist, dann kriegt man halt keinen Weltrekord, aber man hat halt trotzdem noch eine gute Zeit. Ich sag mal, so ein Spiel hier in 3 Stunden durchspielen ist halt trotzdem schon eine Leistung. Ja, das sind ja immer diese, da gibt es auch zum Beispiel die Wolfenstein-Spiele, finde ich ganz cool. Die kann man in 1,5 Stunden durchspielen, wenn man die richtig speedrunnt. Mhm. Und wenn man die normal spielt, hat man da eine Kampagne von, was weiß ich, 12 Stunden oder so. Eben. Ja. Ach ja, genau, Wolfenstein 1 habe ich auch schon mal so ein bisschen, Speedrun, einfach nur so aus Spaß, mal gucken, wie schnell komme ich durch. Okay, mit Wolfenstein 1, welches meinst du da jetzt? The New Order ist das. Achso, okay, gut. Weil da gab es ja dann die Wolfenstein 3D-Dinger, dann gab es ja vorher schon diese Overhead-Dinger, also in den 80ern. Deswegen wollte ich da nochmal genau nachfragen. Ja. Okay. Und jetzt hat man hier auch gerade gesehen, die 2 Gegner, die jetzt erschossen wurden, wurden ja mit Schüssen auf den Körper beide One-Shot getötet. Das ist dann halt, was dann mit der Explorer-Schwierigkeit kommt. Mhm. Erstmal Karte lesen, während er beschossen wird. Mebio fragt auch gerade, Moment. Gibt es manchmal, das ist so eine Aussage, so eine allgemeine, gibt manchmal auch eine extra Glitchless-Kategorie, wenn man keine Glitches lernen möchte, genau. Ja, hierbei, da habe ich auch schon mal durchgeguckt. Ich glaube, mit den Glitches, die ich gemacht habe, bin ich sogar noch langsamer als die Glitchless. Ach so, okay. Ja, als Glitchless, also das ist dann wirklich mit Glitchless, selbst mit Glitchless kann man hier so viel Zeit sparen, weil das meiste wird halt noch nicht mal als Glitch gewertet. Der ist hier, der Cover Launch wird, glaube ich, als Glitch gewertet. Mhm. Kann ich auch mal kurz erklären, wie das funktioniert. Weil man sucht sich dann halt so eine Deckung, wo man sich hinknien muss. Also jetzt, man kann sich ja an Wände hindecken, dann steht man halt einfach an der Wand. Oder man kann sich so an Kisten, kleine Wände hinknien, da kniet man dann halt drunter. Dann nimmt man sich die Kleinwaffe oder Langwaffe raus, ist jetzt egal welche. Zielt in die Richtung, wo man hin möchte. Da muss man einfach nur noch nach vorne laufen. Einmal kurz Kreis drücken, damit man sozusagen rollen würde oder aus der Deckung rausnimmt, aber man hält währenddessen noch Zielen gedrückt und kurz danach lässt man das einfach nur los, dann fliegt man sozusagen durch die Gegend. Ah, okay. Ja, ist halt wirklich da super haben wir einfach. Gerade wieder. Ja, genau. Ich habe auch gerade mal so die Kategorien durchgeguckt. Im Grunde so die wichtigsten Kategorien ist halt Any%, das was wir hier jetzt sehen. Dann All Treasures, das tatsächlich auch nicht so super lang ist, also 3/4 Stunde länger ungefähr. Ja. Und halt Glitches, das ist auch ungefähr eine 3/4 Stunde länger. Mhm. Ja, jetzt All Treasures finde ich bei Uncharted 1 ganz interessant, okay. Weil es gibt in Uncharted 1, da kann man wirklich mit einem einzigen Glitch, wenn man einen Glitch kann, kann man schon, weiß nicht, um die 5 Skips in dem gesamten Spiel machen, okay. Die schon um die, ich glaube, ich habe mit genau diesem einen Glitch, den ich auch kann in dem Spiel, habe ich am Ende um die 35% von dem Spiel übersprungen, einfach so. Oh, wow. Ja. Also da gibt es schon, wenn man dann natürlich alle Schätze Speedrun machen möchte, dann muss man natürlich gucken, wie mache ich das jetzt? Da kommt dann das Interessante ins Spiel. Mhm. Dann glitcht man sich nach vorne, sammelt alle Schätze ein, dann startet man den Checkpunkt neu, geht wieder zurück, geht einen anderen Weg, das ist hat ziemlich viel mit vor und zurück zu tun, so in etwa. Ach so, okay. Also das Routing ist besonders wichtig dann. Mhm, genau. Okay. Aus der Uncharted-Reihe ist das hier aber das Einzige, was du so wirklich speedrunst. Also, oder genau, das ist jetzt das Einzige, was ich bisher wirklich speedrunnt habe, auch mit... Warte, ich glaube, ich habe schon mal für die Trophäen, weil da gibt es ja die Trophäenliste, da gibt es sogar auch eine Speedrun-Trophäe. Mhm. Wenn man das mit einem bestimmten Skin, also einen Donut Drake, das ist dann einfach nur der Nathan Drake Skin in ein bisschen dicker, deswegen Donut Drake. Ja, wenn man den damit abschließt und wenn man den in unter einer bestimmten Zeit abschließt, aber dafür muss man dann sogar auch
100% abgeschlossen haben. Also jetzt, ich habe letztens das versucht in Uncharted 1 mit den, ja, wo man dann 35% überspringt, dann funktioniert das nicht mehr. Ja, dann gibt's. Wollte ich noch mal. Jetzt gerade der Glitch hier ist auch wieder einer der neuesten gefundenen Glitches. Das ist. Ich weiß jetzt nicht, ob da auf einer von den anderen zwei vorherigen basiert, aber das ist, ich glaube, von D1er selber gefunden. Vielleicht ist ein bisschen Hilfe von ein paar anderen noch dabei, aber ist auf jeden Fall sehr neu noch, der Glitch. Okay. Jetzt hier kann man auch auf dem Geländer langlaufen. Das ist auch ziemlich kompliziert, bis man überhaupt erstmal auf dem Geländer ist. Weil normalerweise kommt hier jetzt genau, wie er jetzt gerade das gemacht hat, diese Cutscene, die man dadurch überspringen könnte. Aber jetzt hat das, ja, nicht geschafft. Weiß nicht, ich glaube... passiert. Ja, ich glaube, man spart sogar noch nicht mal so viel Zeit, indem man das macht. Weil man läuft ja dann noch da hoch, man braucht ja Zeit, um diesen Skip ja, aufzusetzen. Mhm. Und das ist letzten Endes nicht so viel weniger, was man dann da verbraucht, ja, als das ist mit dem einfach nur durchlaufen. Mhm. Also, okay. Ja. Und hi, Parser. If you want to talk or write in English, you may also visit the mainstream. Second, here you go. So, ich hoffe, ich habe dich damit jetzt nicht aus dem Konzept gebracht. Nee, nee, ist okay. Okay. Ich hatte übrigens hier, auch... So. In dem Raum hier gibt es sogar... wenn man da dann das mit dem Durchspringen macht, kann man, ja, jetzt sieht man zum Beispiel, dass Sully da direkt an dem, am Kamin. Ja, an dem Kamin steht, dann geht er wieder weg, um halt in die richtige Position für die Cutscene zu kommen, weil dann kommt er ja, wie man jetzt gerade auch gesehen hat, wieder von, der Position weiter weg hergelaufen. Das ist dann einfach auch ein lustiger Moment, mehr oder weniger. Ach, du kriegst gerade einen Shoutout im Mainstream. Star Warrior Swag, who's commentating the German restream as well. So I hope that our explanations are not confusing you, Star, and for the rest of the German. Das wäre cool. Ja, aber er verwirrt dich nicht, ne? Ja, nee, nee. Gut. Ja, ich habe ja auch. Ja, ich gucke ja meistens seine Streams selber noch von D1er, dann, ja, ist halt eigentlich ganz lustig, da, ja, habe ich auch, genau. So, when I found out that he was commentating my run. Moment, ich schreibe mal ganz kurz was in den Hauptchat rein. Shocked and happy at the same time. Oh, ja, jetzt. It does make you run faster. In some scenarios it makes you run faster. But what I tend to do... Ach, du hast es auch gerade reingeschrieben. Ja, aber sowas finde ich mal cool, wenn dann halt auch die Leute, die dann halt in dem Fall jetzt das deutsche Commentary abdecken, wenn die dann auch kurz geshoutoutet werden. See, this is where climbing is probably going to be going now because of the wonderful climbing mechanics of this game. Du hast eben gesagt, du bist bei ihm öfter im Stream drin. Er ist ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, war er Weltrekordhalter? Nee, der Weltrekordhalter ist, er ist nicht von dem Spiel. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer nochmal der Weltrekordhalter war. Und, mal speedrun.com aufmachen. Irms. Achso, mehr genau, das ist ein französischer Speedrunner. Ah, okay. Ja. Soweit ich zumindest weiß, ich glaube, ja, ich glaube schon. Und Hachi ist auf Platz 5, genau. Da sehe ich ihn gerade. Übrigens, zur Vollständigkeit halber, Star Warrior ist auf Platz 17 von insgesamt 20. Na, also ja, wenn man auf Uncharted 2 geht, da war dann nämlich zum Beispiel bei mir mit Uncharted 2 die Verwirrung, weil ich habe da meinen Speedrun auch eingereicht für speedrun.com, aber da war halt, ja, die Ingame-Zeit war, glaube ich, bei etwas über 3 Stunden. Aber weil ich so komische Glitches gemacht habe, um Ingame-Zeit zu sparen,
was eigentlich letzten Endes nichts gebracht hat, war die letztendliche Runtime auf über 4,5 Stunden. Also eine Stunde länger. Okay. Ich hatte es vorhin tatsächlich auch gesehen auf deinem Profil, dass du halt auch für Uncharted 2 einen Run eingetragen hast. No Major Glitches war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, weil ich kann halt bei Uncharted 2 kann ich so gut wie keine von den ganzen Glitches, die es da gibt. Ja, okay. Ich meine, ich hatte mal so ein bisschen was, ich weiß immer nicht, welcher Teil das ist, aber so ein paar Glitches hatte ich in der Uncharted-Reihe schon immer mal mitbekommen, halt allein durch Xone, weil der die Sachen ja öfter mal gezeigt hatte in der Vergangenheit bei uns. Und da sind schon ein paar Sachen dabei gewesen, die sahen recht komplex aus. Vor allem sehr viel out of bounds. Und was jetzt hier gerade auch wieder passiert ist, das mit dem in die Wand gedeckt und dann so nach vorne gelaufen und hochgeschossen, das ist auch einer, ich glaube, der kommt auch um die 3 Mal in dem Spiel vor. Es gibt insgesamt so 3 Glitches, die man immer wieder verwendet. Die werden immer wieder verwendet für verschiedenste Situationen, für verschiedenste Glitches, für verschiedenste Skips. Ist halt, ja, ziemlich interessant dann auch zu sehen, wie oft die verwendet werden, so der gleiche Glitch. Und hier jetzt gerade hat man auch wieder gesehen, Sully wurde jetzt wieder hier teleportiert. Da muss man wieder den Checkpoint restarten, damit man überhaupt weitergehen kann, weil sonst würde das, ich weiß nicht, ob das Game sogar softlocken würde, dass man wieder neu starten muss. Oder ob es einfach nur nicht weitergeht. Ich glaube, es geht dann einfach noch nicht weiter. Deswegen, ja, startet man neu, um dass es dann wieder weitergeht. Oh, okay. Also nicht nur um Zeit zu sparen in dem Moment. Überhaupt weiter das machen zu können. Ja. Also mal ganz kurz, wie gesagt, red mir ruhig dazwischen, wenn jetzt irgendwas zum Run ist. Ganz kurz mal Softlock und Hardlock erklärt. Hardlock bedeutet einfach, ja, Konsole oder PC ist halt komplett abgestürzt, oder das Spiel zumindest. Und Softlock bedeutet, dass das Spiel an sich noch läuft, dass man aber sich in einer Situation befindet, aus der man nicht mehr rauskommt. Also, dass man, weiß ich, in den Abgrund gefallen ist, durch den man eigentlich sterben sollte. Man ist jetzt nicht gestorben, dann kommt man aber aus diesem Abgrund nicht mehr raus. Das ist immer so meine Erklärung dafür. Na gut. Softlock. Oder hier in dem Fall, dass sich halt einfach irgendwas nicht öffnet. Dass man deswegen nicht weiterspielen kann. Aber das Spiel an sich funktioniert halt technisch gesehen noch. Nicht abgestürzt oder so. Ja, ich glaube, da war auch, als ich das allererste Mal Uncharted 3 gespielt habe, war ich komplett verwirrt bei irgendeiner Stelle. Später kommt die noch. Weil da war, glaube ich, mein Spiel auch gesoftlockt. Dann bin ich in einen Raum gelaufen, wo normalerweise direkt automatisch eine kleine Szene getriggert werden müsste, die aber bei mir nicht getriggert wurde. Ach so. Ich mich gewundert, wo muss ich jetzt lang? Als ich dann das nächste Mal, da habe ich die PlayStation dann ausgemacht und das nächste Mal, als ich weitergespielt habe, habe ich offenbar gesagt, ach so, ja, Game war gesoftlockt. Ja gut, wenn man das in dem Moment nicht weiß, gibt dann auch keinen Hinweis darauf. Ja. Hochspinnen. Drachenphobiker, bitte kurz weggucken. Ja, sind schon verhältnismäßig ziemlich große Spinnen hier. Und das sind auch wieder diese Sachen hier jetzt in Explorer Difficulty, machen die so gut wie gar keinen Schaden. Aber wenn man dann auf Brutal spielen würde, muss man wirklich die ganze Zeit eigentlich mit Viereck kann man die Spinnen so von seinem Körper wegschweifen, dass die halt weg sind. Weil da können die dich wirklich ziemlich schnell auch töten. Okay. Also das ist schon hart, wenn man durch so eine, also in dem Fall jetzt relativ kleinen Spinnen halt schon schnell sterben kann. Ja, und hier ist jetzt wieder der Glitch mit dem durch die Wand, ja, sich durchschießen sozusagen. Ja, wenn man den nicht direkt hinkriegt, sollte man eigentlich direkt wieder weitergehen und das versuchen normal zu schaffen, weil, ja, ein paar Sekunden, die man sich dadurch spart, sollte man jetzt nicht daran wieder opfern, das zu versuchen, den Glitch noch zu schaffen. Okay. Ja, hier ist jetzt wieder ein anderer großer Skip, weil da kann man wieder diesen Cover-Launch machen, um rüberzukommen. Aber ich kriege diesen Cover-Launch darüber hin, aber ab danach bin ich dann eigentlich, ja, ratlos sozusagen, weil das ist, da überspringt man einen ziemlich wichtigen Trigger. Aber wenn man diesen Trigger dann auch aktiviert, dann braucht man halt, ja, ziemlich lange Zeit länger, als man eigentlich für das Spiel brauchte. Ach so, okay. Ja, weil da sieht man jetzt auch gerade schon, hat man rechts den Türraum gesehen, der war so verglüht und verkohlt. Weil das ist nämlich der Trigger. Wenn man da den normalen Weg läuft, fängt das Haus jetzt schon an zu brennen, dann wäre man jetzt schon da überall Flammen, überall Feuer. Jetzt sieht man auch die ganzen Flammen überall. Aber wenn man halt, ja, wenn das jetzt nicht brennt, dann kommt man auch den normalen Weg nicht mehr weiter, weil da, ja,
Man muss erst alle Gegner auf dieser einen Stage killen, dann kann man durch eine Wand schießen, um da Planken von der Wand wegzumachen, dass man da durchkommt. Und wenn halt nichts brennt, dann kann man auch diese Planken nicht wegschießen. Ach so, ah ja. Also Ja, und effektiver auch das wieder als hier. Softlock. Ja, genau. Ja, hier ist jetzt auch wieder so ein kleiner Glitch gewesen, da, oder was heißt ein kleiner, war schon relativ groß. Weil, wenn man da dann langläuft, normalerweise ist, wenn man. Es war ja gerade dieser Abgrund ins Feuer. Normalerweise fällt man da auf eine untere Plattform und muss wieder hochklettern. Das sind dann 30, 20 Sekunden, die man da dann braucht. Jetzt wurde das einfach nur übersprungen. Ja, und jetzt gerade vorhin, wo der dann auch an dem dicken Gegner vorbeigelaufen ist, war auch wieder so ein kleinerer Skip, den. Normalerweise kommt man dann in einen Faustkampf gegen den. Da muss man den wirklich halt, ja, langsam nach und nach Schlag für Schlag töten. Aber so ist jetzt halt ziemlich viel Zeit gespart dadurch auch. Jetzt muss man halt einfach nur die Treppen hochlaufen. Da kann man eigentlich nicht wirklich viel, ja, Zeit sparen, außer man tötet die Gegner nicht schnell genug oder sowas. Okay. Ist es denn schwer hier zu zielen oder hat man so eine Aim-Hilfe oder sowas? Auf Forscher gibt es, glaube ich, so eine generelle Aim-Hilfe noch so ein bisschen. Ah. Dass man halt, ja, in Uncharted 1 geht es sogar so weit mit der Aim-Hilfe, dass man direkt von Anfang an automatisch, sobald man anfängt zu zielen, auf einem Gegner direkt landet. Dann kann man zum Beispiel, ja, zielen, schießen, wieder nicht mehr zielen, nochmal anfangen zu zielen, dass man halt die Gegner, also ohne wirklich viel, ja, zielen zu müssen, töten kann. Okay. Ich weiß nicht, wie das damit bei Uncharted 3 ist. Auch da haben wir uns Ist gerade wieder durch gerade. eine Wand durchgeklippt. Genau, das war jetzt einer der Glitches, den ich, ja, entweder nicht mehr dran erinnern oder nicht mehr kann, genau. Aber das ist, überspringt scheinbar eine kleine Cutscene, das, weil normalerweise fällt da eine Badewanne von oben auf den Boden. Das ist auch wieder nur, ja, 3 Sekunden gespart. Ach so, ja Man gut. muss hier auch einfach nur so lange machen, alle Gegner töten, dann fällt diese Wand aus dem Dach, vom Dach runter. Und jetzt, ja, ist man hier in der Leiche, ist eigentlich das Kapitel so ziemlich zu Ende. Da muss gleich wieder ein bisschen mit dem Cover Launch was. Ja, aber kommt ja noch. Kommen wir ja noch hin. So, der wollte uns da jetzt gerade nicht runterschubsen von der Leiter, oder? Nee, nee, nee. Ach so, okay, das sah eben kurz so aus, deswegen. Ja, da fällt jetzt der Turm natürlich aufs Dach drauf. Und das ist dann wieder das, ja, sogenannte Drake-Glück, dass man immer selber den, dass der Spieler selber natürlich den, ja, schlimmsten, kaputtesten Weg nimmt. Also zum Beispiel Sully konnte jetzt einfach geradeaus weiterlaufen, dann ist natürlich genau hinter ihm da, ja, der Boden eingestürzt. Da war wieder der Cover Launch Glitch. Hier kann man jetzt wirklich, ja, hier erstmal, das waren jetzt wirklich 3 Meter, die da übersprungen hat. Aber hier ist schon, da ist einiges an Distanz, die man da überspringt. Ja, ist halt wie gesagt immer wieder, der Cover Launch wird immer wieder irgendwo verwendet, wenn man normalerweise ganz weit laufen müsste. Kann man halt ein paar Sekunden dadurch überspringen. Eben. Sind Ja. halt meistens nur ein paar Sekunden, die man spart, aber es summiert sich halt am Ende. Und hier sind jetzt ganz viele Gegner schon. Das, ja, Lustige oder Komische daran ist auch, die sind alle schon in Deckung. Also die, ja, wie als würden die schon wissen, dass du kommst, obwohl Ach du so. da ganz, ja, geheim reingekommen bist, reingeschlichen hast. Ja, vielleicht Also. stehen sie da einfach immer. Vielleicht haben sie da gerade Raucherpause gemacht oder so. Ja. Wer weiß. Someone else still alive? Really? Oh yeah, fun fact. Something weird can happen there. If someone climbs, Aber hier ist scheinbar jetzt Ruhe. when they want to get down again, they don't climb down properly. I don't think they program their animation correctly, and they'll actually just kind of float down. Ach so, er muss sich da ordentlich hinstellen. Okay. Ich habe mich gerade gewundert, was er da gerade macht. Das sah ein bisschen seltsam aus. Ja, das war da ist auch wieder, muss man ein bisschen warten, bis dann Sully an dem anderen Rad sich richtig hingestellt hat. Dann kann man da auch endlich mal dran gehen. Und ist das mehr oder weniger RNG an der Stelle? Also kann es sein, dass er da mal ein bisschen länger braucht, bis er da an dem Rad dran ist? Weil ich weiß eigentlich nicht, ne, also das ist Okay. jetzt ja immer gleich lang. Jetzt Okay. gleich gibt es wieder mal diesen
nicht mit dem Schießen und durchs Tor kommen, sondern er setzt dich da jetzt an die Deckung hin und ja, zielt dann nach vorne, dass er halt auch durch die Tür kommt. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, mit... Ja, da überspringt man jetzt auch nicht allzu viel Zeit. Das ist jetzt so ein klein bisschen Zeit, was man da überspringt. Ist Minute oder zwei. Mhm. Aber ja, ist auch schon einiges dann. Üben. Okay, also da hinziehen, dann den Stick so ganz leicht nach unten links ziehen. Das hatte ich eben rausgehört bei ihm. Und so kann man sich da durchklippen. Ich denke mal, man wird halt einfach beim Zielen noch generell immer so ein Stück nach hinten gesetzt und dadurch kommt man dann halt durch bestimmte Wände oder Türen halt auch durch. Ja, da gibt es sogar in Uncharted 1 gibt's sogar einen Glitch. Wenn man einfach nur die Waffe nimmt, sich neben eine Wand stellt, sodass man sozusagen ja, parallel an der Wand vorbeizielt und ein bisschen nach unten zielt und dann den ja, Zielen-Knopf ja, spammt, dass man, weiß jetzt nicht wie oft, aber man muss schon ganz schön oft, ganz schön schnell das drücken, damit man dann läuft man gegen die Wand, macht währenddessen dieses mit dem Zielen immer wieder drücken und ja, halt ja, Zielen spammen. Dann kann man sogar durch Wände einfach so durchkommen. Das ist auch mit einer der einfachsten, zumindest auf PS3. Mhm. Und auf der PS4 muss man dann, glaube ich, entweder doppelt so schnell machen, das mit dem Ziel-Spammen. Mhm. Oder man muss das einfach nur so machen, dass es halt mit einer konstanten gleichen Geschwindigkeit ist. Das Ziel ist auch wieder mal der mit dem Cover-Launch gerade gewesen. Da kann man ja auch einen ziemlich großen, nervigen Fight eigentlich mit überspringen. Das funktioniert sogar, ist einer der wenigen Glitches, die sogar in Brutal funktionieren. Weil normalerweise ist das so, in Brutal stirbt man nach ja, 1 bis 2 Schüssen und wenn man dann irgendwelche Kämpfe überspringen muss oder möchte, wird man trotzdem noch angeschossen. Das ist ja nervig. Mhm. Ja, aber das hier hat jetzt sogar auch bei mir, als ich in Brutal durchgespielt hat, auch funktioniert. Also kleiner Tipp für diejenigen, die das machen möchten. Steht da ein Scharfschütze auf uns gerade? Ja, da gibt es dann in dem Spiel auch immer wieder ja, verschiedene Waffen, die nur die Gegner haben, die dann so ein rotes Laservisier haben. Zum Beispiel der, das ist jetzt gerade eine Pistole, eine Magnum. Ach so. Das sind halt, ja, meistens kann man sich einfach so denken, Waffen, die so ein rotes Visier haben, die so ein rotes Zielvisier haben, sind einfach bessere Waffen, die ja die meisten Gegner One-Shot töten. Mhm. Oder halt zumindest nach ja, ziemlich wenig Munition schon töten. Ja, okay. Hier ist oder so eigentlich fast jede Waffe One-Shot. Also. Ich vergleiche auch gerade mal so die PB mit der Estimate. Wie stabil ist der Run? So, kann man da wirklich irgendwo an der Stelle mal mehrere Minuten oder so verlieren? Oder geht das noch alles? Ja, ich würde sagen, das ja, geht noch alles. Okay, also relativ stabil das Ganze. Ja, genau. Okay, das ist gut. Ja, es gibt halt so ein paar Sachen, zum Beispiel jetzt vorhin, als wir in dem Schloss waren, ganz am Anfang in Frankreich, wo ich dann den neuen Glitch, wo es dann ja, den neuen Glitch gibt. Das ist zum Beispiel so ein, ja, einer von den Skips, beziehungsweise Glitches, die noch ziemlich inkonsistent sind. Mhm. Okay. Also, dass die halt, oder warte. Ich glaube, der wurde sogar noch mal ein bisschen verändert, weil eigentlich den ich da kannte, der war so, dass man da eigentlich auch schon so lange braucht, um da überhaupt durchzukommen, dass man das ja praktisch auch einfach nur ganz normal machen kann. Aber ich glaube, das ist jetzt auch eine einfachere Version davon. Ah, okay. Hier jetzt gleich, wenn wir jetzt hier weiterkommen, gibt es sogar noch mal eine ganz interessante Sache, dass es wieder mit dem Cover Launch geht. Da kann man, ja, dann wirklich diese 12, 15 Minuten sparen aus dem Gameplay. Mhm. Hier kann man jetzt zum Beispiel erstmal den Cover Launch machen, um schneller da drüben hinzukommen. Jetzt kommt man hier hoch, da muss man erstmal den Checkpunkt neu starten, weil mit den Raketenwerfern schießen die ganze Zeit hier auf die Burg und manche Stücke von der Mauer können da auch rausfliegen, aber das, wo er sich jetzt gerade hingedeckt hat, um hier lang zu fliegen, lang zu springen, das wurde dann noch nicht rausgeschossen. Da muss man erst den Checkpunkt neu starten, dass das da auch rausgeschossen ist, dass es da weg ist, dass man da halt dann weitermachen kann. Und jetzt ist er schon ja, ziemlich am Ende vom nächsten Kapitel. Also, okay. Ja, diese Wand wäre sonst im Weg gewesen da, oder wie? Hatte ich jetzt richtig verstanden? Bitte, was? Die Wand wäre sonst dann im Weg gewesen, wenn man da halt genau. Den Checkpoint nicht... Okay. Ja.
Du hast ja jetzt generell mit der Uncharted-Reihe so deine Erfahrung. Welches ist deiner Meinung nach der beste Teil aus der Reihe? Aus der gesamten Reihe finde ich, der vierte Teil ist der beste. Das ist aber generell, die meisten Leute sagen, ja, vierter, zweiter, kann ich mich nicht genau entscheiden. Eigentlich zweiter, eigentlich vierter. Aber bei mir ist auch wirklich vierter ist meiner Meinung nach der beste, aber auch nur, weil da die Grafik so, ja, halt viel besser ist als die anderen. Aber wenn man jetzt so Grafik wegnimmt, weil die anderen Teile sind ja wirklich, Uncharted 1 ist mittlerweile 10 Jahre alt und selbst dafür ist die Grafik auf der PS3-Version noch ziemlich gut, würde ich sagen. Ja. Also jetzt nicht das Uncharted hier, nur Uncharted 1 dann so. Aber wenn man die Grafik jetzt wegnehmen würde, würde ich glaube ich auch sagen, dass Uncharted 2 mein Lieblingsteil ist. Ah, okay. Und Speedrun? Kann man auch nochmal den. Speedrun-technisch finde ich glaube ich sogar Uncharted 1 am besten. Ah, okay. Ja, und hier kann man jetzt sogar nochmal den Cover Launch Glitch verwenden, um selbst in Brutal den ziemlich nervigen, ziemlich schwierigen Fight zu überspringen. Okay. So, ja, weil normalerweise, ich glaube, als ich den jetzt gemacht habe, wenn ich den nicht gemacht hätte, diesen Glitch hier bei mir bei Brutal. Warte, ich mache mal kurz den Mainstream ein bisschen leiser. Ja, so, dadurch kann man sogar ein bisschen ziemlich viel, ja, diesen nervigen Fight da überspringen, weil normalerweise wäre der Fight, ja, wird man um die 10 Mal mindestens sterben auf schwierigeren Schwierigkeitsgraden, weil das halt wirklich schwer ist, nervig ist. Aber so, ja, ist jetzt noch nicht mal so, dass man diesen Glitch machen muss und dann ist es RNG, was dann passiert, ob man das schafft, ob man das nicht schafft. Kann sein, dass es ein bisschen RNG ist. Aber das Ziel ist oder so, nur da hochzulaufen, durch dieses Tor zu laufen und dann, ja, kann man sterben, kann man den Checkpoint neu starten, ist egal, was dann passiert, weil dann hat man den Glitch schon geschafft. Ah, okay. Das ist jetzt Kapitel 10, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Okay. Ja. Wir haben rein von Kapiteln jetzt fast die Hälfte schon hinter uns. Na gut, aber das muss ja nichts heißen. Kann ja sein, dass, weiß ich sag mal ganz blöd, Kapitel 22 nachher länger ist als die drei Kapitel davor zusammengerechnet. Ich würde sagen, Kapitel 12 ist sogar das längste. Ah, oder okay. Zumindest das nervigste. Ja, okay. Ne? Es dauert ja nicht mehr lange, bis wir da sind. Jo. Oder eher gut, Speedrun-technisch das nervigste ist Kapitel 11. Aber so jetzt von Länge her und ja, Kämpfen her ist Kapitel 12 das nervigste. Weil in Kapitel 12 kann man hier sogar einige der Fights ziemlich gut überspringen. Aber Kapitel 11 kommt dann halt diese langweilige Stelle, wo man 3 Minuten lang einfach nur rumlaufen kann. Die Welt wackelt um einen rum. Das wäre alles verflüssigt. Gibt es in diesem Speedrun eigentlich auch so einen richtigen Runkiller? Also wo man dann grundsätzlich sagt, okay, wenn ich das jetzt verhaue, dann resette ich das Ganze. Denkt man nicht wie in die ganzen Checkpoints, die man eh immer neu laden kann, ne? Ja, soweit, wenn ich jetzt, eigentlich jetzt, wenn ich überlege, habe ich gerade eigentlich keinen im Kopf, den es da jetzt gäbe. Okay. Ich meine, wie gesagt, das mit den Checkpoints ist halt ganz praktisch, wenn dann mal irgendwas schief läuft, kann man ja immer relativ schnell wieder auf Ausgangsposition gehen. Man hat natürlich trotzdem ein bisschen Zeit verloren, aber nicht so viel, dass man jetzt komplett resetten müsste. Achso, hier kann man gar nichts machen im Moment, ne? Ja. Ich wusste nicht mal, dass man die Leute grüßen kann. Ja gut, aber dann spielt es scheinbar auch keine Rolle. Ja. Ein nettes kleines Gimmick. Und hi, Blood Dive. Just saluting the wall. Hi, wall. Hi, sewage coming out of pipe. So, und wir klettern weiter. Auf alle Fälle sind wir irgendwo, ich weiß nicht, ob wir die ganze Zeit schon da sind, aber jetzt sind wir aktuell auf alle Fälle irgendwo in Arabien. Ja, genau, in Jemen. Jemen sogar, okay, gut. Ja. Ja, wir waren jetzt, man fängt an in einem Londoner Pub, da bekennt man halt die ganzen Leute. Danach kommt man wieder zurück, ja, in der Zeit, wo man dann halt in der Kindheit ist, dann ist man in Cartagena. Danach ist man halt wieder in London, läuft zur Untergrundstation. Danach kommt man nach Frankreich in das Schloss. Danach war jetzt das, was hier vor war, in Syrien, in der Burg. Jetzt ist man hier in Jemen. Also wenn man das Spiel spielt, kommt man schon um die Welt.
Cool. Ich würde auch gerade sowas sagen wie Weltreise oder so. Ja. Hast du dann ja schon übernommen. Oh, das muss auch an Händen brennen, da so runterrutschen. Ja. Stell dir vor, da ist noch ein rostiger Nagel irgendwo drin oder so. Könnte böse enden. Ja. Ja, irgendwann sagt er sogar auch noch was, sagt Drake sogar noch was mit, ja, hiernach brauche ich einen Tetanus-Schuss. Weil der klettert da halt an einem Rand von einem Schiff vorbei. Oh ja. Ja. Wahrscheinlich überall ein bisschen Rost und dergleichen. Mhm. Ja, typisches Schiff halt. Ja. Und hier auf dem Markt gibt's sogar, hat man in der Bar schon ganz am Anfang gesehen, je nachdem wie man die Gegner rumschubst sozusagen, kann man zum Beispiel, ja, die Vase, die da jetzt gerade am Wand steht, kann man, ja, an der Wand steht, kann man verwenden, um die Gegner zu schlagen. In der Bar waren es jetzt ein paar Flaschen, die da rumlagen. Und hier auf dem Fisch, hier auf dem Markt, gibt es ein paar Fische, die kann man dann auch benutzen. Ist doch schön, Fisch ins Gesicht klatschen quasi. Ja. Gibt es sogar eine Trophäe für, wenn man drei Gegner mit einem Schiff Fisch schlägt. Ja. Oh, cool. Und hier ist einer von diesen schwierigen Typen, die, naja, immer wenn man die bekämpft, kommt man halt in so eine Stelle, da muss man nachgucken, ja, immer richtig ausweichen, immer richtig die Angriffe von den Gegnern parieren, damit man den möglichst schnell, ja, getötet kriegt. Okay. Oh. So, jetzt ist er endlich weg. Oh. Aber das sah ziemlich sauber aus, der Kampf jetzt eben. Mhm. Soweit ich das beurteilen kann zumindest. Ja, das ist auch auf Explorer ist es auch sehr einfach. Und jetzt hier sieht man das, da kann man auf die Gegner von hinten drauf springen, um die schneller zu töten. Dann zum Beispiel diese, ja, Stealth-Kills macht man, sehen halt meistens so aus, da springt man auf die von hinten drauf. Mhm. Oder bricht ihnen das Genick. Das sah aber sehr lustig aus an der Stelle, wie sich da so die Körper gestapelt haben. Ja, da gibt es sogar in Uncharted 2 gibt's eine Stelle, da kommen irgendwann unendlich viele Gegner. Das habe ich jetzt zum Beispiel benutzt, da kann man, es gibt eine Trophäe, wenn man, ja, 75 Gegner an einer Stelle ohne, ja, verkacken töten kann, kann man sich da einfach hinstellen. Und wenn man dann noch so Sachen aktiviert wie keine Gravitation, One-Shot-Kills oder sowas, dann sieht schon ganz lustig aus, wenn da auf einmal, ja, 20 tote Gegner, 20 tote Russen, was in Uncharted 2, ja, vor dir auf dem, da oben drüber langfliegen. Wer ist jetzt die Dame, die uns da begleitet? Das ist auch wieder aus dem zweiten Teil, Elena. Okay. Ja, die ist generell so die Frau von Nate. Achso, so ein Love Interest oder wirklich verheiratet? Nach Uncharted, also während Uncharted 1 haben die sich irgendwie kennengelernt, dann haben die gemerkt, ja, da ist was. Danach, weiß nicht, sind die einfach zusammengekommen oder so, weiß ich es nicht. Nach Uncharted 2 haben sie dann geheiratet, jetzt sind die wieder auseinander und nach Uncharted 3 wieder zusammen. Oh wow. Damit man halt immer wieder so eine, ja, Love-Story da reinbauen kann. Na toll. Ja. Und jetzt sieht man hier auch gerade, jetzt sind wir in Kapitel 11, das dauert schon 16 Minuten, weil das ist halt, ja, Speedrun-technisch kann man hier nichts überspringen, das ist ach so. Mehr nervig. Okay. Ich glaube, das ist dann also für deine oder deiner persönlichen Meinung nach auch so das schlimmste Kapitel im ganzen Speedrun. Mhm. Okay. Also hatte ich zumindest jetzt so rausgehört. Ja. Und jetzt sieht man ja auch schon hier die ja, gesamte Speedrun-Zeit von dem Shots Fired. Ja, One hier unten ist auf 52 Minuten. Mhm. Aber die Ingame-Zeit ist gerade mal auf 51 Minuten. Ja, stimmt. Ja. Je nachdem, wie lange man ja halt dafür braucht oder wie oft man einen Checkpunkt neu starten muss, sind das dann bei mir am Ende eine Stunde, halbe Stunde, in Shuttle 2 Unterschied gewesen. Oh, wow. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Ja, vor allem, das war sogar unnötig, dass es überhaupt eine halbe Stunde länger war, weil ich hätte einfach nur eine Sache anders machen können, dann hätte ich selbst von dieser Stunde länger noch mal eine halbe Stunde runtergespart gehabt. Ah, okay, wow. Yeah, this puzzle's pretty easy, because it basically tells you, you just gotta find the moon symbol on the floor. Aber wie wir ja vorhin schon gesagt haben, also gerade wenn man anfängt mit so einem Speedrun, und du bist ja jetzt noch kein Vollprofi in dem Speedrun zumindest, da ist es ja normal, dass man überall immer noch Zeit sparen kann. Mhm. So hat man dann wenigstens immer noch was zu tun. So kann man seinen Run immer noch weiter verbessern und hat dann auch noch diese Erfolgserlebnisse jedes Mal.
Ja, genau. Hang on, where are you going with that world? Und wir hüpfen wieder ein bisschen durch die Gegend, weil es schneller geht. Genau. Es sieht halt doof aus, aber für den Speedrun nutzt man es halt. Mhm. Ja, es gibt auch manche Stellen, wenn man da dann lang springen möchte, weil man denkt, dass es schneller geht, zum Beispiel wenn man unter Wasser steht, dann ja, hüpft er nur so hoch, dann springt er nicht nach vorne, sondern bleibt stehen, hüpft so ein bisschen hoch und ach so, ja. Dadurch verbraucht man dann mehr Zeit, als wenn man normal langlaufen würde. Mhm. Also man muss schon wissen, wo man die Techniken hier benutzt, um schneller voranzukommen. Genau. Unfortunately, we can't skip this, which is a shame. So, hier haben wir wieder ein Rätsel jetzt. Ne? Ja, genau. Ja, das sind generell. Ja, die Rätsel sind meistens eigentlich ganz einfach in dem Spiel. Ändern die sich denn auch mit dem Schwierigkeitsgrad oder bleiben die immer gleich? Du meinst jetzt, wenn man das. Achso, ja, nee, die bleiben immer gleich, genau. Ah, okay. Weil da muss ich so, ja, Paradebeispiel eigentlich Silent Hill dran denken. Da gibt es ja sogar für die Rätsel noch einen extra Schwierigkeitsgrad. Und da werden die ja auch immer komplexer dann. Und ich gehe mal davon aus, dass es hier auch wichtig ist, welches Zahnrad man wo reinpackt. Ne? Genau, ja, das sind halt die Symbole, deswegen ist man da gerade auch oben lang geklettert. Da war ja dieser Schirm sozusagen, wo man durchgeguckt hat, und da hat man ja die Symbole mit dem Kreuz und den vier Punkten drauf gesehen. Da hat man dann halt erkannt, ja gut, da muss ich die immer so versetzt voneinander einsetzen. Ich weiß es noch gar nicht, wenn man, ich glaube, das funktioniert, warum auch immer nicht, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel ein Kreuz groß mit einem vier Punkte groß austauscht. Nein. Ach so. Jetzt so von physikalisch her macht es eigentlich ja keinen Sinn. Eigentlich nicht, ne. Ja. Videospiellogik, ganz einfach. Ja, genau. Aber das macht ja in dem Spiel, in den Spielen macht ja vieles nicht so viel Sinn. Zum Beispiel, wenn da jetzt so ein Inka-Tempel ist, wo man auf einmal einen winzig kleinen Knopf irgendwo drückt und auf der anderen Seite vom Raum öffnet sich eine Tür, so eine 10-Tonnen Steintür. Stimmt auch wieder. Ja, hier ist jetzt sogar das eigentlich einfachste Rätsel aus dem ganzen Spiel. Man muss einfach nur so ein bisschen rumlaufen, gucken, dass da der Schatten richtig richtig liegt. Ist eigentlich auch immer auf der gleichen Stelle. Wenn man weiß, wo man ungefähr hinläuft, läuft man ein bisschen in die Richtung, guckt erst dann nach, wo man genau hinstellt. So, jetzt fertig. Das war's von dem Rätsel. Hat so ein ganz kleines bisschen was von Indiana Jones, vom ersten Indiana Jones Teil, wo er da den Stab da reinstecken musste und dann hat das Licht halt auf die richtige Stelle geleuchtet. Ja, genau. Ja, und hier ist auch lustig, da kann man diese Treppe, wo man vorher die Treppe war und runtergelaufen ist, ist jetzt wieder eingefahren gewesen, aber während die dann ausfährt und wenn man dann da früh genug ist an der ausfahrenden Treppe, kann man sogar hinkriegen, dass man ja auf der Luft sozusagen kurz läuft, an der Luft hängt. Ah, okay. Das ist im Endeffekt die Hitbox einfach schon früher da als die Grafik. Ja, genau, genau. Okay. Und hier kann man sich die Fackel nehmen, um ein bisschen Zeit einzusparen, weil normalerweise müsste man auch noch auf die anderen warten, dass die dann kommen. Zum Beispiel auf den Sully, weil der hat halt ein Feuerzeug, dann muss der dir das geben. Und dann zündest du da diesen, Globus mehr oder weniger an. Mhm. Aber wenn man die Fackel nimmt, kann man das halt einfach selber machen. Ah, okay. Auch ein bisschen Zeit gespart. Das wird dann ja vom Spiel auch so vorgesehen sein, diese Möglichkeit. Mhm. Genau. Also kein Glitch oder so, sondern. Ist ja auch cool, wenn es da so verschiedene Lösungsansätze gibt. Mhm. Jetzt hier kommt wieder eine Stelle, da würde man, wenn man das Spiel ganz normal spielt, vielleicht denken, hier muss ich jetzt so sparsam sein wie möglich mit den Kugeln, mit den Schüssen. Mhm. Aber das ist, ob man es jetzt, man kann so schnell schießen, wie man möchte hier. Also man kann einfach nur so die ganze Zeit durchschießen, weil jetzt der macht halt, wenn man schneller sein möchte, geht es einfach nur darum, dass man die Waffe so schnell wie möglich leer kriegt. Okay. Dabei dann kommt man auch mal von der anderen Seite. Wird dir nochmal eine Waffe rübergeschoben, die sammelt man dann auf, damit man halt wieder weiterschießen kann.
Aber sobald die leer ist, sind es noch 3 Sekunden, dann ja, ist man da so oder so wieder raus. Okay. Man kann Kann mir hierbei auch vorstellen. sterben, auch wenn man ja, versucht, das normal durchzuspielen, kann man hierbei auch einfach sterben. Aber Wollte mich ja, gerade mal sagen, ich gucken. glaube, auf Brutal ist die Stelle tatsächlich auch sehr schwer, ne? Also würde ich jetzt vermuten. Ja. Und das Lustige ist sogar, da war diese Tür, die war ja unten noch so einen kleinen Spalt offen. Dann ist die Elena runter hergeklettert, hat versucht, von der anderen Seite zu öffnen. Dann, bei sowas fragt man sich natürlich, ja, warum machen das nicht einfach alle? Ja, eigentlich schon. Ja. Und jetzt hier ist jetzt wieder eine Stelle, da kommen die ganzen Gegner durch das Loch. Das heißt, wenn man weiß, wo die herkommt, wo die spawnen, kann man die wirklich schon, bevor die auf den Boden kommen, töten. Ich habe es im Brutal versucht, aber leider im Brutal war es jetzt nicht ganz so leicht. Zumindest Okay. nicht. Ja, ich weiß nicht. Man benutzt eine Shotgun, um Gegner auf 5 Meter Entfernung in den Magen zu schießen und die sterben dabei nicht. Die sterben noch nicht mal nach 5 Schüssen oder so. Mit einer Shotgun auf den Magen. Das ist hart. Ja. Bullet Sponges. So wie es Ja. vorhin im Chat schön geschrieben wurde. Ja, aber dann mit einer Pistole sterben die wieder nach 5 Schüssen. Also, Ach so, okay. das ist Ja, gut, dann das in ist dem Spiel kann seltsam. man, ja, wenn man brutal oder sowas durchspielt, sollte man wirklich am besten immer eine Pistole aufsammeln, aber auch eine normale Pistole, jetzt nicht eine SMG oder so, weil die macht dann wieder viel zu wenig Schaden. Ja, das ist irgendwie sehr seltsam ausbalanciert dann. Ja, zum Beispiel, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, dass es ja klein wenig fairer ist, weil es kommen auch Gegner mit einer MG. Und wenn die dich dann abschießen, dann ist das normalerweise, ja, die schießen richtig schnell, haben richtig fette Projektile, dass man halt ziemlich schnell stirbt. Aber davon kriegt man so gut wie gar keinen Schaden. Man stirbt zwar irgendwann trotzdem noch ziemlich schnell von denen, aber es ist halt so ein bisschen, dass man ja wenigstens jetzt nicht allzu schnell stirbt. Okay, da haben wir jetzt gerade all unsere Waffen weggeworfen. Genau, weil die können die Waffen ja nicht mit in die Öffentlichkeit nehmen. Ach Ja. so, ja gut. Ja, jetzt kommt sogar die Szene, wo man mit dem Drogenpfeil abgeschossen wird. Ach so, ja, hier, das meintest Das du. ist die sehr nervige Stelle. Aber man sieht ja jetzt auch, wie die Welt so ein bisschen, ja, wackelig ist. Also ich weiß nicht, meine Welt sieht irgendwie immer so aus. Ich trinke zu viel Karottensaft. Ja. Jetzt hier gibt es eigentlich auch nicht wirklich viel zu erklären. Man muss halt einfach nur durchlaufen. Das ist eine geskriptete Sequenz. Man kann hier nicht schneller machen, man kann hier nichts machen, außer nach vorne laufen, gucken, dass man nicht die Passanten oder irgendwo an die ja, Wände läuft. Weil hier zum Beispiel jetzt die Stelle, wo die Kamera so ein bisschen sich gedreht hat, da läuft man auch automatisch um die Kurve. Also da wird ja, Nate halt automatisch um die Kurve gelaufen, gesteuert. Aber wenn man wenigstens normal gerade aushalten könnte, dass der dann immer automatisch um die Kurven läuft, müsste man wenigstens nicht so viel, ja, mit den, ja, könnte man hier wenigstens ein bisschen verschnaufen, dass man halt nicht immer komplett aufmerksam sein muss, wo man langläuft. Was passiert, wenn man gegen so einen Passanten läuft? Bleibt man dann einfach nur kurz hängen oder wird Ja, man man irgendwie bleibt einfach kurz zurückgeschubst? hängen, aber man muss Ah. halt so weit wie möglich laufen, weil man muss auch laufen. Das ist, hier gibt es kein Ende. Man läuft hier einfach nur durch, und am Ende wird einfach nur der Bildschirm weiß. Man schläft sozusagen ein und dann geht's weiter. Aber ich habe schon mal versucht, kann man auch einfach stehen bleiben? Nein, geht auch nicht. Man muss laufen. Ah, okay. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage auch gewesen. So, according to Elena, it's just a lot of night nurse. Yeah, that sounds about right. I mean, it'd have to be some really expired night nurse. Okay, das ist eine ganz schön lange Sequenz hier. Genau. Deswegen ist ja auch so, ja, nervig. Aber Eben. jetzt ist, ja, wenn umso heller der Bildschirm wird und so weißer das alles wird, desto mehr weiß man ja, ist kurz vorm Ende. So, und jetzt ist wieder mal nur rumlaufen, aber jetzt jagt man wieder den Agenten da vorne. Den kann man eigentlich nicht wirklich einholen, auch wenn man den einholt. Ja, man kann den halt nicht schlagen oder so. Das ist halt, ja, Ach man soll so. den nicht einholen können, bis auf an einer bestimmten Stelle.
Aber laufen muss man ja trotzdem, denn man darf ihn wahrscheinlich auch nicht aus den Augen verlieren. Ja, genau. Ja, das ist dann wieder mit dem, ähnlich wie mit dem über die Dächer läufern. Wenn man zu langsam läuft, wird man von der, ich glaube, Polizei, von, ja, irgendwie von der Polizeiagenten oder was auch immer, wird man hier dann gefangen. Mhm. Halt, ja, sozusagen wie tot. Ja, man muss halt immer weiterlaufen, man muss den versuchen einzuholen. Legos lässt auch nicht wirklich zu sagen dann. Mhm, okay. Aber es ist halt sehr schön in Szene gesetzt, das Ganze. Mhm. Ja, ja, da wurde es im Mainstream auch gerade gesagt, man kann ihm nichts tun. Mhm. Ja, genau. Das hast du ja auch schon erwähnt gerade. Aber der ist auch ganz schön flott unterwegs, muss man ja sagen. Ja, der wird nicht müde. Da hat man gerade auch schon aus dem Raum wieder so, ja, diese Polizisten, Agenten, was auch immer, gesehen, die da rauskommen und dich dann halt jagen auch, vor denen man halt sozusagen abhauen muss. Ja. Hier ist auch so wieder so eine Skriptsequenz. Da kommt dann das Auto fertig an. Mhm. Ja, kann man halt nicht überspringen, ist jetzt aber auch nicht so viel, da was wird. Ja, wir waren eben tatsächlich schon in der Position, wo wir ihn eigentlich schon berührt hatten. Ah, ja, gut, jetzt haben wir ihn jetzt, das hier war sogar auch wieder so eine geskriptete Sequenz, da muss man den dann berühren. Mhm. Aber bis auf hier kann man den, ja gut, hier und am Ende, wenn man den dann irgendwann mal eingefangen hat, so wie es halt dann vom Spiel vorgesehen ist mit dem Einfangen. Dann, das sind die einzigen zwei Stellen, wo man den hier berühren kann. Mhm, okay. Wow. Ich weiß nicht, ob du das im Mainstream gehört hattest. Im Spiel kam ja dieses Surprise-Asshole. Und, da meinte Hachi gerade, ja, das sag ich auch immer, wenn ich morgens in den Spiegel gucke. Kleiner Self-Diss hier vom Runner. Ja, der ist auch so einer. Der hat jetzt leider länger nicht mehr gestreamt. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie wegen persönlichen Problemen. Ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Ja, ich glaube irgendwie sowas. Na, ist dann halt immer schade, wenn so... Ja, weil man hat immer Spaß, wenn man bei dem zuschaut. Ist immer lustig. Okay. Er wirkt auch sehr sympathisch. Mhm. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ist er Brite? Ja, er ist aus, ja, Brite, ja. Okay. Weil ich mag den Dialekt von ihm, den Akzent. Also, muss eben erstmal wieder einen Tab suchen mit dem Stream hier. Oh, aber auch wieder eine sehr lange Sequenz hier auf alle Fälle. Mhm. Ja, das jetzt gerade war auch wieder neu für mich. Weil normalerweise springt man halt so, dass man auf diese Stelle mit dem Planken da, mit dem Plankendach drauf springt und dann da halt durchfällt. Mhm. Ja, aber dann wieder weiterlaufen muss oder so. Und der ist jetzt so ein bisschen kürzer gesprungen, dass er davor dann dranhängt und einfach drüber laufen kann. Ah, okay. Ist jetzt sogar 20, 15 Sekunden Zeitsparung. Mhm. Ungefähr. Und jetzt ist man hier so oder so am Ende von der Sequenz. Da ist dann, kann man den so ein bisschen bekämpfen, töten kann man den hier nicht. Weil das ist halt der Endboss vom gesamten Spiel. Ach so, ah, okay. Ja, ist halt einfach nur so ein kleiner, kurzer Kampf, den man mit dem hier hat. Eine erste Tuchflug, wenn man so will. Ja, der Kampf ist jetzt auch schon wieder vorbei, so. Okay. Haben die Uncharted-Teile denn immer einen anderen Antagonisten? Ja, das sind immer ein anderer Antagonist, aber findet die Community auch ganz lustig von Uncharted, dass es eigentlich immer ein fieser, reicher Brite ist. Ach so, echt? Ja. Okay. Oder eher gut, das ist halt ziemlich oft irgendwie in irgendeiner Position von Gegner ein reicher Brite ist mit einer kleinen Armee oder so. Okay. So, und das ist Kapitel 12, also rein von Kapiteln her haben wir jetzt die Hälfte geschafft. Mhm.
Das ist ja das, was, wo du vorhin sagtest, so Casual, für Casual-Spieler ist das halt wahrscheinlich das nervigste Kapitel. Ja, weil es halt einfach so langlebig ist. Man hat so viele lange Kämpfe, wo man, ja, halt einfach ziemlich viele lange nervige Kämpfe, wo man immer wieder neu starten muss, wenn man stirbt. Ist ja immer klar. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen monoton dann irgendwann, ne? Ja, zum Beispiel hier jetzt ist wieder so wie Kapitel 1, dieser Barkampf, muss man ganz viele Gegner im Nahkampf töten und zum Schluss kommt wieder einer von den schweren Typen. Eigentlich sozusagen eine, ja, Kopie von dem Barkampf, nur dass man halt die ganze Zeit im einen Raum ist, anstatt dass man durch eine Bar läuft. Erstmal schön, keine Ahnung, eine Pfanne oder so ins Gesicht gehauen. Ja, jetzt die Flasche. Flasche. Aber ich weiß jetzt auch noch nicht mal genau, wie man das überhaupt triggern kann, dass man dann Flaschen, Pfannen, was auch immer nimmt. Ich Okay. glaube, das ist entweder das ist auf gut Glück, wenn man da gerade neben steht. Oder man muss da irgendwie ganz genau gucken, dass man genau daneben steht. Ich weiß nicht genau. Okay. Das wird jetzt der, in Anführungsstrichen, Boss sein, ne? Von diesem Kampf hier Genau. zumindest. Okay. Oh, der hält doch ganz schön was aus. Also vom Ablauf her sieht er im Grunde genauso aus wie der Kampf, den wir vorhin da Ja, gesehen das haben. ist mit denen hat man, wenn man so diese dicken Gegner hat, hat man immer genau den gleichen Kampf eigentlich. Wenn man es First Try hinkriegt, dann hat man auch immer genau den gleichen Kampf. Sonst hat man vielleicht, ja, trippt er dich mal, dann versucht er wieder einen Schlag zu machen, muss man wieder ausweichen. Er sieht dann ein bisschen anders aus, aber es ist eigentlich immer genau der gleiche Kampf. Okay. Theo ist auch wieder so ein Glitch, den ich jetzt noch nicht genau kann. Man irgendwie mit dem Seil sich ganz weit nach vorne irgendwo ja hinfliegen, hinlaunchen. Ach so, das ist halt, was da gerade vor uns ist. Genau, aber ich weiß jetzt nicht, ob der den benutzt, weil das ist auch, glaube ich, wieder so ein auf gut Glück. Ne, erklärt hat jetzt, ja, da springt er jetzt wieder zurück dran. Ah, okay, hat er nicht geschafft. Das weiß ich jetzt sogar noch nicht mal mehr genau, wie man den. Oh, jetzt geht er wieder hoch. Ah, stimmt, man muss da wieder hoch, um wieder zurück hier dran zu springen, dass man mehr Schwung gegen das Seil bekommt. Da, genau so, Ah, da. jetzt. Wow. Da. Ja, wenn man den, wenn man weiß, wie man ab danach klettern muss, ist der, denke ich mal, auch nicht allzu schwer. Aber ich habe es halt bisher noch nicht hingekriegt. So, hui. Oh. Da ist Ist er er. da wirklich an so einer Stange hängen geblieben gerade? Ja, von so dieses Schiffgerippe sozusagen. Oh, das ist ärgerlich. Ja. Ja, aber ist ja jetzt nicht so viel Zeitverlust. Ja, eben. Ja, da passiert Ah. dann sowas auch manchmal. Deswegen meine ich auch mit dem RNG. Und das hier ist die Cutscene, die bei mir nicht getriggert wurde, als ich Ach das erste so. Mal gespielt habe. Ah, okay. Ja klar, und dann guckt man sich erstmal um, weil man ja nicht weiß, dass man da eigentlich durch muss. Ja, weil jetzt halt das, wo der hier lang klettert mit der Cutscene, diese Cutscene hier, das kann man alles überspringen, wenn man das da mit dem, ja, mit dem Ach, das. Seil hinkriegt. Ah, okay. Halt auch wieder, ja, jetzt nicht allzu nervig, aber so ein bisschen nervig für einen Speedrun ist es, wenn man es, ja, durchspielen muss. Ja, klar. Hier ist jetzt wieder die Kette, wo der vorher dran vorbeigesprungen ist. Und dann da unten wieder das, wo der, ja, gegen diese Strebe, ja, draufgefallen ist. Hat man hier auch eine Luftanzeige unter Wasser? Ja, eine Anzeige jetzt nicht, aber es ist halt je nachdem, wie länger man da unter Wasser bleibt. Ja gut, man kann so oder so, jetzt wenn man unter Wasser taucht, geht er vollautomatisch nach einer gewissen Zeit ganz kurz wieder hoch. Ach so, Aber wenn okay. man irgendwo jetzt zum Beispiel da an der Leiter, kann man so weit runterklettern, dass man unter Wasser noch ist. Weil dann kann man zum Beispiel auch an dem, ja, Wasser sterben, dass man halt so wenig Luft hat, Ah, okay. man auch ertrinken. Und jetzt hier gibt es wieder einen ziemlich, ja, interessanten Skip. Man kann einfach nur diese Leiter hochklettern.
geht natürlich auf den schwierigen Schwierigkeitsgraden nicht, weil selbst hier stirbt man eigentlich schon direkt fast, weil man hat ja gerade gesehen, da ist ziemlich viel Schaden genommen. Aber jetzt hat er den mit Abstand nervigsten Fight aus mindestens diesem Kapitel, wenn nicht dem ganzen Spiel, übersprungen. Atemluft unter Wasser brauchen, total unrealistisch, genau, Mauli. Ja, hier gibt es auch nochmal einen Glitch, den habe ich die ganze Zeit im Brutal versucht, aber nie hingekriegt, weil ich weiß jetzt nicht, wo muss man nochmal hin, wie muss man da lang springen. Man kann auch schnell sterben, scheinbar. Ja, das sah aber zumindest lustig aus. Ja, aber jetzt weiß ich ja, wo man sich hindecken muss, kann ich aber beim nächsten Mal dann da auch versuchen. Stimmt. So, darüber hinzielen. Ja, jetzt hat man gerade gesehen, da ist er von der Deckung weggerollt, weil das passiert dann halt auch schon mal, wenn man das jetzt nicht direkt richtig hinkriegt. Er rollt einfach nur da von der Deckung weg. Aber sehr spektakulär aus eben, der Skip. Ja, das hat er auch gesagt. Wollte ich gerade sagen. Auch gerade gesagt, looks good. Und hier, da sieht das jetzt so aus, wie als wäre der unter der Leiter lang gesprungen. Ist er wahrscheinlich auch, aber das Spiel ist da ziemlich großzügig. Okay. Ja. Und jetzt gleich sagt das dann der Nate auch mit dem, ich brauche hier nach einen Tetanus-Shot. Ach so, ja. Aber mir gefällt das Setting hier gerade besonders gut. Weiß ich warum, aber so dieses, ja gut, ist ja jetzt kein Steampunk, ist ja einfach nur rostig alles. Aber ich bin da großer Steampunk-Fan. Und das hier auch mit den an den Wänden rumklettern und die Gegner von oben töten, das ist auch so nervig und brutal. Weil man kann einmal kurz zielen, um einen Schuss abzusetzen, dann muss man wieder wegziehen, wenn man schon zu viel Schaden hat, weil man kurz vorm Tod ist. Ach so, oh wow. Ja, und vor allem, man kann jetzt noch nicht mal so gucken, dass man irgendwie die Kamera ohne zu zielen bewegt, dass man direkt auf dem Gegner landet. Nee, man muss gucken, zielen, dann richtig hin mit der Waffe hin. Was war das jetzt eben? Da war gerade ein Gegner, glaube ich, ja, über den gesprungen. Okay, da musste ich aus. Hat er da so, also hat der Runner gerade so komische Geräusche gemacht. Okay. Aber es ist scheinbar auch das erste Mal gewesen, dass er sowas gesehen hat. Oh shit. Na, hier ist jetzt auch ein ganz lustiger, kann man den Gegner runter kicken. No, ah, cool. Also ich muss mich übrigens kurieren, das ist gar nicht der Runner selber gewesen, der das noch nie gesehen hat, sondern sein Co-Kommentator da scheinbar. Oh. Oh no, I can assure you right now there won't be no world records from me. I mean, I haven't PB'd and got well. It's actually over. Weißt du zufällig, wer da neben ihm, also in Anführungsstrichen neben ihm sitzt? Also wer da mit kommentiert? Nee, ich weiß es nicht genau. Hat er wahrscheinlich am Anfang vom Stream gesagt, aber jetzt gerade weiß ich nicht genau. Er hätte sein können, dass du es weißt. Ja. Ist wahrscheinlich auch wieder einer von denen jetzt eben, der den Uncharted 2 gemacht hat. Da saß ja auch Hutch daneben und hat auch mitkommentiert. Da waren ja, glaube ich, zu dritt sogar. Ach, dann könnte es, Moment. Ach so, die waren zu dritt. Okay, nee. Deswegen jetzt sind die ja, glaube ich, wieder nur zu zweit. Eben, aber könnte Wildfire dann sein, also der Runner von Uncharted 2. Ja, das kann schon sein. Ja, es ist Wild, hat er gerade gesagt. Okay. In fact, it's probably one of the more interesting skips outside of cover. Hier ist es auch wieder eine ziemlich nervige Fightstelle, zumindest wenn man da einfach hängen bleibt. Weil die Gegner brauchen ein bisschen Zeit, bis die da sind, wo die halt abschießen können. Und dadurch kriegt man es dann halt sogar in brutal hin, da einfach durchzulaufen, durchzuklettern, ohne zu sterben. Ah, okay. Ich glaube, das ist sogar der einzige Gegner, der da eine normale Waffe hat. Das ist das Gute an den Gegnern mit den Laservisieren. Die brauchen Zeit, um auf dich zu zielen, weil die gehen immer direkt auf den Kopf. Dann muss man ein bisschen langlaufen, muss man ein bisschen rollen, dann müssen die wieder sozusagen von vorne anfangen. Mhm.
Nimmt man denn tatsächlich auch weniger Schaden, mehr Schaden, wenn man am Kopf getroffen wird? Ja, je nach Schwierigkeit wird man direkt getötet, so wie es halt logisch ist. Oder auf Explorer hat man dann, denke ich mal, noch die entweder 50% Leben übrig, die man ja zusätzlich hat, weiß ich nicht genau, oder es ist einfach generell, ja, dass man da weniger Schaden nimmt. Okay. Und ich denke mal, andersrum funktioniert es dann genauso. Also wenn wir einen Gegner im Kopf treffen, brauchen wir auch weniger Schüsse. Mhm, genau. Ja, hier sind Headshots normalerweise immer One-Shot. Außer es ist ein Gegner zum Beispiel von Uncharted 2. Da gab es ja eigentlich nur die Gegner, die dann auch Helme aufhaben. Dann tritt man den einmal auf den Kopf, um dass der Helm abfliegt. Und dann macht man dem einen zweiten Headshot, dann ist der tot. Ach, das erinnert mich so ein bisschen an das allererste Medal of Honor. Habe ich das gerne immer gemacht. Immer zwei Schüsse auf den Kopf, einer für den Helm, einer für den Kopf selber. Ja. Hier gibt es, glaube ich, wirklich nur diese komplett gepanzerten Gegner. Und wenn man gleich auf dem Schiff ist, da kommt auch nochmal dann der Gegner mit der Minigun. Der hat dann auch einen Helm. Ich weiß jetzt nicht, ob man den auch durch Kopfschüsse töten kann dann. Ich glaube nicht. Ich glaube, den muss man ganz normal töten. Aber der ist jetzt für das, was er letzten Endes so wie der aussieht, ist er eigentlich ziemlich schnell tot. Okay. Muss mehr Scheinert sein, quasi. Genau. Oh. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kriege ich so ein paar Indiana Jones Vibes die ganze Zeit. Ja, ist ja auch. Uncharted 3 ist ja, oder generell Uncharted sind ja so mit Schatzjägern und so ist ja alles eben. Indiana Jones. Oder Tomb Raider, man hat ja auch ganz am Anfang, als Uncharted announced wurde, hat man es ja auch irgendwie Dude Raider genannt. Ach so, ja. Ja. Ja gut, ich kann verstehen, warum. Da wusste ich tatsächlich bisher auch noch nicht. Ja, sind immer wieder diese Fun Facts. Eben. Und was bevorzugst du persönlich, Tomb Raider oder Uncharted? Ich würde auch schon auf jeden Fall Uncharted sagen, weil da hat halt das wirklich mit mir gestartet, mit dem mit Uncharted halt hauptsächlich gestartet. Ich habe von meinem Bruder Uncharted 3 gehabt. Von meinem Vater habe ich irgendwie die PS3 bekommen, die er sich irgendwann gekauft hat. Dann habe ich da Uncharted 3 gespielt mit einem Freund, hat Spaß gemacht, auch nur zuzugucken. Ja, und da ist es halt dann von gekommen. Ah, okay. Also ein bisschen Nostalgie im Grunde, wenn man so will. Ja, war sogar auch Uncharted 3, ist jetzt zwar nicht mein Lieblingsteil, eigentlich sogar einer meiner, am wenigsten Lieblingsteile, sozusagen. Okay. Ja, aber das war halt der erste, den ich jemals gespielt habe. Okay. Ja, da hat man dann ja sowieso immer eine besondere Verbindung zu dann. Da haben wir noch eine Wache, da haben wir auch noch eine Wache, da auch noch. Ja. Alles niederschießen. Ja, jetzt geht es nur noch darum, dass man das Schiff auf der anderen Seite mit dem Raketenwerfer abschießt, aber das ist auch so nervig manchmal. Man schießt mit, man ist mit dem Visier direkt auf dem Schiff, aber auf einmal geht das so unkontrolliert in irgendeine Richtung durch die Wellen, dass man dann drunter durchschießt durch das Wasser oder drüber her schießt. Obwohl man eigentlich denkt, ja, aber doch genau drauf. Dann auch, Kann einem da auch die Munition ausgehen an der Stelle? Man hat da RPG spawnt immer wieder, man hat da so ziemlich genau unendlich viel Schuss eigentlich. Oh, okay. Ah, wir sind schon in Kapitel 14 jetzt. Ich wollte mich eben gerade noch fragen, ist das immer noch Kapitel 12, aber dann war es ja eben schon Kapitel 13. Ja genau, 13 ist gestartet, als der da runtergelaufen ist, wo... Kapitel 13 ist eins der kürzesten, einfachsten Kapitel. Da ist eigentlich, es ist eigentlich nur kämpfen, Gegner abknallen, töten. Aber es ist halt, dass jetzt mit dem aufs erste kleine Boot kommen und dann mit dem Boot da die ganzen Gegner drauf töten, ist Kapitel 13. Ah, okay. Dann habe ich davon tatsächlich den Übergang in Anführungsstrichen verpasst. Und hier ist es auch wieder, wenn man da hochklettert, kann man links lang klettern oder rechts lang klettern. Ich bin da einmal rechts lang geklettert, dann hat der Gegner
der da kommt, ist mit dem Gesicht zu mir gespawnt. Dann habe ich gedacht, ja gut, nächstes Mal kletter ich hier links lang, dann kann ich den wenigstens Stealth töten. Mhm. Dann bin ich links lang geklettert und natürlich, sein Gesicht war auf der linken Seite. Na toll. Ja, der guckt dann immer dahin, wo man herkommt, glaube ich. Mhm. Nervig, aber passiert. Ja. Und jetzt hier ist eigentlich eine ziemlich schwierige Stelle auf den schwierigeren Schwierigkeitsgraden. Weil da kommt dann dieser Typ mit der Minigun, der auch trotzdem ziemlich viele Schüsse noch braucht. Aber hier im Speedrun kann man den einfach ganz einfach überspringen. Das ist, man läuft da vorne, springt davor, aktiviert den Fotomodus. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie das funktioniert. Ich glaube, so muss man diesen Bildschirm bekommen, damit man die nächste, diesen Bereich hier eingeladen hat. Dann fliegt man halt durch die Tür durch. Ich weiß nicht. Ja, genau weiß ich halt nicht, wie es funktioniert, aber so in etwa. Und was genau ist der Fotomodus? Den hatten wir, glaube ich, jetzt bisher noch gar nicht gesehen, ne? Also, ja, genau. Der Fotomodus ist, ja, für Speedruns wird er, glaube ich, nur hier benutzt. Mhm. Aber generell ist das halt eine gute Möglichkeit, kann man benutzen, um ja, das Spiel kurz zu pausieren. Dann kann man die Kamera frei bewegen und halt irgendwelche ja, coolen Screenshots erstellen, Fotos erstellen. Na, okay. Also, was finde ich cool. Ja. Und passt ja irgendwie auch zu so einem actionreichen Spiel. Mhm. So, jetzt hat er sich hier wieder durch die Scheibe geglitscht. Mhm. Dann wieder der, ja, der Glitch, den ich jetzt noch nicht genau kann. Aber das war auch wieder, das war ein sehr nerviger, sehr langer Kampf, den er da gerade übersprungen hat. Und ich würde sogar sagen, dass dieses Kapitel hier hauptsächlich dieser Kampf ist, weil sobald er jetzt hier reinspringt, ist er eigentlich schon fertig. Das ist okay. So, Kapitel vorbei, nächstes Kapitel. Jetzt geht das ganze Schiff unter. Ja, Sink or Swim, so heißt es ja. Mhm. Sehr passend dazu. Ne? Ich dachte gerade, hier fährt ein Auto lang, aber das ist irgendwie Frachtgüter nur gewesen quasi. Ne? Ja, genau. Okay. Ja, da muss man aufpassen. Die Autos, die da langfahren, können einen auch sogar töten. Also, oh, okay. Na gut, ist ja logisch. Ja, aber hätte ja sein können, dass es gescriptet ist alles. Mhm. Ja, also das so insofern gescriptet ist es, dass das Auto halt immer nach genau der gleichen Zeit, die man jetzt dafür gebraucht hat, ja, da lang kullert, sozusagen. Mhm, okay. Und hier diese grünen Tanks, die der Speedrunner da gerade auch angeschossen hat, kann man anschießen, dann ist es, ja, je nachdem, wo die anschießt, fliegen die wie eine Rakete durch die Gegend. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Da gibt es sogar auf meinem YouTube-Kanal, ich weiß nicht, ob das okay ist, soll ich mal den Link zu dem Video posten? Kannst du gerne machen. Warte, ja, ich müsste dir aber vorher noch ein paar mitgeben einmal. Sonst, ich habe so einen lustigen Clip gehabt, wo dann... Kannst du vorher dann einmal ganz kurz was reinschreiben, dann kann ich mich den genauen Namen hier mit Tab reinmachen. So, ja, da bist du jetzt. So. Mhm. Hello. So. Da gibt es dann auch mal zu sehen, wie man da, wie das dann auch passieren kann mit dem ja, Raketentank so in etwa. Mhm. Gut, ich mache das Video mal auf, ich gucke mir das nach dem Run mal an. Mhm. Ich will ja jetzt hier auch nicht den Run außer Acht lassen. Ja. Hier ist dann sogar zum Beispiel wieder so eine Stelle, da kann man dann halt unter Wasser sterben, wenn man zu lange hier bleibt. Mhm. Ja, wenn man dann... Also sogar so eine lustige Stelle, ich weiß nicht, irgend so ein Video gibt es auf YouTube mit Uncharted 3 lustige Tode. Dann stirbt er genau währenddessen, der das Tor aufgemacht hat, also diese, ja... Das Gitter da eben, oder was? Ja, das Gitter da aufgemacht hat. Dann ist der da tot, dann fliegt er die tote, ja, die Leiche von dem rum und das Gitter fliegt durch seinen Kopf durch, der wird so nach hinten geschossen. Sieht ganz lustig aus. Ich kann es ja schlecht beschreiben. Aber ich kann es mir schon ungefähr vorstellen, wie du das meinst. Also ist gar nicht so schlecht beschrieben gewesen. Na gut. Bin ich so generell frage mal, bin ich eigentlich der Einzige, der in solchen Unterwassersequenzen selber immer die Luft anhält? Zu gucken, ob das realistisch ist?
Ja, ich habe das, glaube ich, auch ja ganz am Anfang auch immer gemacht. Ah, okay. Eigentlich auch in Filmen oder so mache ich das meistens. Ja, stimmt, ich auch. Ja, weniger in Spielen, weil da verbraucht man auch noch dann ganz viel Sauerstoff durch die Controllerbewegungen. Ja, gut. Sowas finde ich übrigens auch mal ziemlich cool, wenn man so in eigentlich normalen Räumen ist. Hier ist es ja halt, ist doch immer noch ein Schiff, ne? Ja. Wo das dann aber alles, weiß ich, auf den Kopf gestellt ist oder seitlich liegt oder so. Also finde ich zumindest, sieht immer sehr interessant aus. Mhm, ja. Ach, ein Fahrstuhl war das. Jetzt hier mit dem Fahrstuhl ist auch, das ist auch wieder geskriptet, da kann man auf dem Glas rumspringen, so viel man will. Mhm. Es bricht nicht früher, als dass man, ja, als man es halt brechen muss. Mhm. Ist auch jetzt hier die Glasscheibe da, Brust, die schon so ein bisschen Risse drin hat. Wenn man da drauf schießt, dann stirbt man. Ach so, weil das Wasser da durchkommt, ne? Mhm, genau. Aber das Lustige dann wiederum ist, sieht man gleich, der Gegner, der hier jetzt gleich spawnt, ist nur noch einer, das ist dieser Ramses, der letztlich, ja, der Piratenkapitän so in etwa. Mhm. Der schießt dann so oder so gegen die Glasscheibe, also. Na super. Ja. Also wenn man selber gegen schießt, stirbt man, aber wenn er jetzt so hier, ja, dagegen schießt, man steht zwar schon näher am Ausgang, aber ja, letzten Endes passiert das Gleiche. Mhm. So. Ah, visuell macht das schon einiges her hier. Mhm. Und hier bin ich so oft gestorben, auch als ich das Spiel schon gefühlt zum 10.000. Mal durchgespielt habe, weil ich bin immer da runtergesprungen. Man darf da aber nicht runterspringen, man muss einfach nur runterfallen von dieser Stelle, wo die zwei Gänge waren. Okay, muss man auch erstmal wissen. Ja, genau. Wenn man da runterspringt, hat man halt eigentlich so gut viel verkackt dann. Mhm. Wenn man läuft so extra an der Wand, dass man da schräg rüberspringen kann, aber der läuft trotzdem immer weiter geradeaus nach vorne und wird halt von dem Wasser sozusagen, ja, zerdrückt. Mhm. Ist schon nervig, wenn sowas passiert. Kannst du im Moment irgendwas dazu sagen, wie er in der Zeit liegt? Ich kann mal auf YouTube gucken, wie lange der normalerweise braucht bis hierhin, aber ich denke mal eigentlich ganz gut. Ach Moment, ich habe das sowieso offen, dann kann ich da mal die Splits auch vergleichen. Ich denke mal, er wird dann... Ach Quatsch, jetzt wollte ich gerade deinen Run aufrufen. hier. Moment, ich spule mal so ein bisschen rein, dann kann ich ja mal so... vergleichen. Ah, okay, ah, das kann man hier schlecht erkennen, weil er so einen durchsichtigen Timer hat. Ah, hier sieht man es gerade ganz gut. Ja toll, nee, seine Splits heißen anders. Verdammt. Ja, man kann ja irgendwie gucken, geh einfach irgendwie anderthalb Stunden in das Video rein, dann siehst du ja, wie weit er ungefähr ist. Hm, ich guck gerade, Thrill Strip und dann Skydive hat er hier. Einer von den beiden wird jetzt ungefähr hier an dieser Stelle sein. Mhm. Ja, ach so, ja, Skydive ist das, was hier kurz danach kommt, ja. Ach so, okay, dann gucke ich danach einfach mal. Also in seiner PB hatte er an der Stelle eine... Moment, wo war es jetzt? Hier war es. Eine... 1,36,42. Ja, das kommt auch hin, ungefähr. Hier nochmal wieder so einen kleinen, oder was heißt ein kleinen Skip. Das überspringt eigentlich das gesamte Kapitel, was man hier jetzt hat. Das Kapitel ist so oder so nur auf dem Flughafen. Mhm. Da läuft man hier so ein bisschen lang über den, über das Rollfeld letzten Endes, weil das sind hier die Wand, wie man sieht, hat keine Collisions. Da, mhm. Oh. Da ist eine, aber wieder so ein Instant-Tod-Punkt. Mhm. Gibt es ja auch einige, ja, schon ziemlich viele. Ach so, die Scheinheilige hat das nur erhalten. Ne? Ja, er hat es nicht eingelöst. Das ist eins von den Dingern, also jeden Satz dann Drummel beenden für 10.000 Punkte. Ist halt immer blöd, wenn jetzt ein externer Kommentator mit dabei sitzt, weil der hat sich damit ja in dem Sinne nicht einverstanden erklärt. So.
In dem Fall hätte ich dann jetzt quasi 10 Minuten das Ganze gemacht. Mhm. Was heißt jetzt erhalten dann? So, der erhalten, er hat einfach die Punkte dafür zusammen. Ach so. Also er könnte, ja, also in dem Fall könnte Scheinheiliger das jetzt machen. Ah, gut. Ne, da hatten wir uns jetzt vor dem Run vor ein bisschen drüber unterhalten, dass wir da mal ein bisschen aufpassen müssen, ob da erhalten steht oder eingelöst. Oder ich weiß gar nicht mehr, was genau da steht dann. Ja, jetzt hier, normalerweise kommt das Auto hier jetzt mit der Elena drin erst viel später. Mhm. Weil jetzt sieht man da auch, da, das, ja, kommt halt eigentlich, läuft man da normalerweise dem Flugzeug, was man da sieht, hinterher und dann kommen die mit dem Auto, damit man halt das Flugzeug noch erreicht, weil wenn so ein Flugzeug gerade am Starten ist, kann man das natürlich ja nicht einholen, wenn man wegläuft. Mhm. Aber so muss man halt da nachgucken, dass man ja, das Auto erreicht, da drauf klettert. Letztens hatte ich sogar, glaube ich, das war ein Glitch. Da konnte man gar nicht weiter auf das Auto nach vorne klettern, dann ist das Flugzeug einfach über mir weggeflogen. Ja, aber okay. Natürlich auch großartig dann, wenn sowas passiert. Ja, eben. Was ich bis vor ein paar Monaten noch nicht mehr selber wusste, ist, dass man, wenn man auf dem Auto auf der Motorhaube steht, wenn man den linken Stick benutzt, kann man sogar das Auto so ein bisschen nach links und rechts steuern, dass man halt ja, anpasst, wo man lang fährt. Ah, okay. Gut, und wenn ich das jetzt gerade richtig lese, hat Scheinheiliger es doch eingelöst. Gut, dann werde ich das Ganze jetzt 10 Minuten machen. Also du brauchst dir da gar keine Gedanken machen. Okay. Du kannst ganz nochmal weiter kommentieren. Ich beende jetzt den Satz einfach mit Rummel. Rummel. Aber wie gesagt, lass du dich davon nicht ablenken oder so, Rummel. Ja, mach ich. Und hier haben wir jetzt, also da wurde gerade was von einem großen Softlock geredet. Kannst du irgendwas dazu sagen, Rummel? Jetzt gerade, weiß ich jetzt nicht genau, was jetzt beim Überlegen. Aber so, ja, ich glaube, er meint, wenn man da vielleicht irgendwie es hinkriegt, sich unter das Flugzeug zu glitschen, weil man, ich habe das auch sogar einfach so irgendwann mal hingekriegt, dass ich da, ja, unter diese Bodenplatte hier von dem Flugzeug mich hingeglitscht habe. Ich weiß nicht mehr, wie ich das hingekriegt habe. Irgendwie habe ich es geschafft. Und, ja, ich dachte, oh, cool, jetzt kann ich hier nicht getötet werden. Ich glaube, ja, ich weiß es noch nicht mal, ob man sich da dann überhaupt das Spiel softlocken kann. Okay. Ich glaube eigentlich nicht, weil, weiß nicht, also, ja, ich sag einfach mal, ich weiß nicht genau, was er meint. Hm. Okay, aber er hatte zumindest davon geredet und vielleicht greift das nochmal irgendwie auf, dann können wir nochmal drauf eingehen, Rummel. Jo. Also so eine Szene muss in solchen Action-Spielen auch irgendwie immer mal wieder dabei sein. Flugzeug ausfallen, Rummel. Ja, das ist jetzt dann, das wäre dieses, was er als Skydive dann eingestellt hat über sich. Ach so, okay. Also wenn das jetzt vorbei ist, kann ich dann die Zeit mal vergleichen. Hummel. Hätte ich es beinahe vergessen. Und was war das? 1,3642? Ja, 1,3642, Hummel. Na gut, okay, dann ein bisschen hinterher ist er, aber eine Minute vielleicht. Okay. Das geht ja noch, Hummel. Mhm. Ich meine, da sind ja schon so ein paar Stellen gewesen, an denen er irgendwie was ein bisschen verhauen hatte. Ist ja bei so einem Event auch normal, dass man da nicht den perfekten Run zeigt. Rummel. Ja, muss man ja auch ein bisschen konzentrieren aufs Erklären. Genau, und eventuell auch Nervosität und sowas. Fällt ja auch alles mal mit rein, Rummel. Ja. Ach, da hinten stand doch schon ein Gegner. Ich dachte, er schießt da jetzt irgendwie präventiv schon mal in die Richtung, Rummel. Ja, das ist dann, hier muss man eigentlich auch nur so lange machen, bis dann das kommt. Da ist dann, und ich glaube, man muss noch nicht mal irgendwie Gegner töten. Das geht hier rum. Einfach nur darum, dass man wartet, bis da diese Explosion kommt. Aber ich glaube, wenn man die Gegner tötet, kommt das einfach schneller mit dieser Explosion hier im Flugzeug. Ah, okay. Rummel. Ja, ist dann zum Beispiel, wenn man brutal spielt, ist das ganz gut, weil wenn man dann halt nicht die ganzen Gegner töten muss, wenn man da einfach nur sich irgendwo in die Deckung
hinkauern kann, sozusagen, ist das natürlich angenehmer als da, ja, zehnmal zu sterben oder sowas. Eben, Hummel. Okay, also langsam ist es so ein bisschen dieses sogenannte Jumping the Shark, ne? Also dieses extrem übertriebene, dass er jetzt zufällig da doch noch an die Kiste rankommt und sich da noch festhalten kann, Hummel. Hoffe, ihr wisst, dass Uncharted die Story von Vinnys Jugendjahren erzählt. Hummel. Ich gehe da jetzt mal nicht weiter drauf ein, wie geht da? Hummel. Hier mit dieser Kiste, wo man runterfällt, da bin ich auch sogar gestorben, weil ich habe gedacht, ja, ich bin jetzt mal ganz schlau und fall etwas vorher runter, dass ich jetzt nicht diese 5 Sekunden oder was es noch gedauert hätte, da auch noch mit erleben muss, wo das dann runterläuft, runterfällt, runterfällt. Aber da kann man das wirklich ganz schwer einschätzen, wie weit man da fallen kann, bevor man da stirbt. Weil das ist, ja, man denkt, man ist so 5 bis 10 Meter über dem Boden, aber man ist noch 25, 30 Meter über dem Boden. Okay. Aber was bringt tatsächlich technisch gesehen was, wenn man da frühzeitig loslässt oder frühzeitig runterspringt? Weil man halt die Entfernung auch nicht abgeschätzt hat, Rummel. Ja, scheinbar bringt das aber jetzt nichts, weil jetzt gerade hat er auch wieder einfach nur Checkpoint Restart gemacht. Dann ja, besserer Timesafe, sicherer sogar. Ja, eben. Gerade bei so einem Event sollte man dann eventuell halt auf so eine etwas sichereren Strategien gehen, Rummel. Ja gut, jetzt wirklich so viel anders ist es ja dann auch wiederum nicht, weil ob man es runterfällt und stirbt und dann da so ja, automatisch der Checkpoint neu gestartet wird oder ob man den Checkpoint manuell neu startet, ist ja, also ein Unterschied. Rummel, jetzt hätte ich es weiter vergessen. Irgendeine Frage hatte ich jetzt eben gerade auch noch, aber die ist mir schon wieder entfallen, leider. Versuch mal noch darauf zu kommen. Aber das hatte ich dann noch. Rummel. Hier ist sogar normalerweise in dem Spiel, wenn man zielt und währenddessen läuft, ist man langsam unterwegs. Aber hier in diesem Kapitel ist man so langsam unterwegs, dass man beim Zielen schnell läuft. Okay. Doch eher ungewohnt. Ja. Rummel. Jetzt aber ab so diesem Punkt, dann läuft er schneller, ohne zu zielen. Und halt, ja, davor, bis dahin kann man so durch Zielen ein bisschen Zeit einsparen. Okay. Aber das ist auch wieder genau nur so ein Durchlaufen-Kapitel. Einfach nur, ja. Relativ unspektakulär, jetzt gerade speedrun-technisch, Rummel. Wo wir gerade dabei sind, was ist deiner Meinung nach so A, casual und B, speedrun-technisch dein Lieblingsgebiet in dem Spiel, Rummel? Ich würde sagen, wenn man eine schwierige Schwierigkeitsgrad abschließen möchte, dann ist das hier definitiv eins der besten Kapitel, weil es ist auf passiert gar nichts. Ich würde sogar sagen, mit dem Schloss und Frankreich, glaube ich, storytechnisch. Ah, okay. Ja, ich kann jetzt gar nicht genau. Aber ich würde schon sagen, mit dem Schloss dann, ja. Okay. Übrigens, das hatte ich tatsächlich damals im Geo-Unterricht gelernt. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber in der Wüste ertrinken mehr Menschen, als dass sie verdursten. Weil auf das Verdursten ist man vorbereitet. Auf die Flutwellen, die da teilweise dann runterkommen, während so einem Monsun dann eher nicht. Cool. Banause, das ist eine, das wurde für Punkte eingelöst. Und das ist nicht Hummel, was ich sage, sondern Rummel am Ende eines Satzes. Eigentlich 5 Minuten, aber dadurch, dass der Star Warrior da jetzt nicht mit eingeweiht ist, in Anführungsstrichen, und wir ihm das nicht zumuten wollen, übernehme ich seinen Anteil, also mache ich das Ganze 10 Minuten lang. Also, ja, also Rummel, Entschuldigung. Also im Grunde jetzt nur noch, ja, sagen wir knapp 5 Minuten noch, Rummel. Ja, kommt hin. Und wenn die Leute dafür Punkte ausgeben, dann machen wir das natürlich auch. Jetzt hier gerade hat man wieder diese schöne Fata Morgana gesehen. Da denkt man natürlich, ja, endlich Wasser trinken. Einfach nur wieder der trockene Brunnen von vorher. Ach so, das ist derselbe Brunnen sogar. Ja, Rummel. Genau. Okay. Not doing a very good job, is he?
Conveniently, very shortly lose. Genau, ein bisschen Spaß muss sein, Rummel. Wie gesagt, normalerweise versuchen wir das in Commentaries zu machen, wo dann auch nur German-Mitglieder dabei sind, weil wir das halt externen Leuten dann nicht unbedingt aufbürden möchten. Mhm. Rummel, aber ja. Hier hat es sich so ergeben, Rummel. Ja, die Waffe ist auch, wie er gerade gesagt hat, irgendwann einfach weg. Macht natürlich mehr Sinn, wenn man die Waffe selber leer schießt. Oder wenn man die leer schießt, dann ist ja so, gibt es so eine Animation, wo der sagt, ah, oh, scheiße, leer. Irgendwie so in etwa und schmeißt die Waffe auf den Boden. Ach so, okay. Aber so verliert man die einfach. Ich meine, sind wahrscheinlich auch nur wenige Sekunden, aber ja, nimmt man halt einfach mit. Mhm. Plane crash lands. So he's got that gun until after that point. Ach, alles klar, da hat eine Kinder, dann machen wir es so, Rummel. Ui, ich kann ja schon ein zufälliges Abo-Emote entsperren mit meinen 2010 German-Punkten. Oh, nein, Rummel. Ja. Am Ende wirst du sowieso auf die 10.000 sparen und dann halt irgendjemand hier wieder dazu verdonnern, das Rummel zu sagen. Oder halt, ich glaube 25.000 waren es für eine halbe Stunde nur mit deutschen Begriffen kommentieren, Rummel. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man glaubt, Rummel. Und das scheint schon so weit gewesen zu sein mit dem Kapitel, denke ich mal. Also sieht zumindest irgendwie nach Ende aus jetzt, Rummel. Ja, ist jetzt... Gleich entdeckt er so eine alte Geisterstadt. Man denkt natürlich erst so von ganz weitem, kann man schon so ein bisschen erkennen, dass es eine Geisterstadt ist. Aber denkt man, ja, endlich Stadt, Dorf, Wasser. Mhm. Aber ja, es ist halt nur eine Geisterstadt. Dann beginnt das nächste Kapitel schon. Ist auch so durchschnittliche Länge der Kapitel vor und nach der Hälfte von Kapitelanzahl ist danach wirklich hier gibt es so ein paar Kapitel, da kann man wirklich innerhalb von kürzester Zeit 5 Kapitel durchspielen oder so. Ah, okay. Hat man jetzt gerade gemerkt, es gab für den Flughafen auf das Flugzeug kommen ein Kapitel, auf dem Flugzeug ein weiteres Kapitel, jetzt hier das nächste, danach gibt es schon wieder ein einzelnes. Und dann sind wir schon in Kapitel 20 von 22. Also. Oh, okay. Das geht dann plötzlich doch ziemlich schnell, Rummel. Ja. Und Scheinheiliger, vielen Dank für deinen Sub, Rummel. 11 Monate schon. Mhm. Ich überlege gerade, Maximum sind, glaube ich, aktuell 17 Monate. Also da ist er schon ziemlich am Maximum dran, Rummel. Ja. Ja, ich habe auch vorgestern für Filser, ich weiß nicht, vielleicht kennen den einige aus dem Chat. Wen? Vielleicht Filser, das ist so ein auch ja, britisch-englischer Minecraft-Spieler. Spielt immer Minecraft Hardcore. Da habe ich jetzt auch endlich meinen 12. Monat vom Abonnement geschafft. Ah, okay. Gab es da auch ein neues Badge für direkt? Ja, so einen goldenen Apfel. Cool, Minecraft. Cool. Übrigens, die 10 Minuten sind rum, deswegen kommt jetzt kein Rummel mehr. Rummel, so, einmal wollte ich es noch machen. Ja. Und Darth Anakin, ich weiß gar nicht mehr, wo das steht, aber irgendwo steht, dass es halt auf eine halbe Stunde begrenzt ist. Ansonsten wäre das jetzt so ein, ich sag mal ganz blöd, ein 8-Stunden-Commentary, das wäre schon ganz schön hart. In the middle of bumfuck. Ja. Und komplett ohne Englisch. Ja, hier ist, gerade hat man auch gesehen, wenn man ja hier in dem Ingame-Timer sieht, current 1 Minute 20, das heißt, das Kapitel ist schon eine Minute, ja, jetzt mittlerweile 25 am Laufen, aber diesen Screen, dass man im neuen Kapitel ist, hat man erst vor einer halben Minute gesehen. Also da gibt es auch manchmal, kann man theoretisch irgendwo AFK rumstehen und eine halbe Stunde in einem Kapitel verbrauchen, bevor das Kapitel überhaupt begonnen hat. Na, okay. Einfach nur so, ja. Oh Gott. Doch. Ja, du hast auch gerade eins bekommen, habe ich gerade gesehen. Und Chimo auch. Dankeschön. Vielen Dank, Scheinheiliger. Also im Namen von denjenigen, die beschenkt worden sind. Natürlich dann von mir persönlich vielen Dank, auch im Namen von denjenigen, die beschenkt wurden jetzt. Cool.
Also gerade Shimo, das ist halt einer, der an dem Zelda-Tournament auch gerade mitmacht noch. Mhm. Ja, deswegen hat mir der Name auch sofort was gesagt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt irgendwie Deutsch versteht. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass er hier bei uns im Chat gerade ist. Yeah, so essentially, there's like area of baddies over here. Okay, das war ein seltsamer Augenblick da eben, die sich erstmal gegenseitig anstarren und dann realisieren, oh Moment, sollte in Deckung gehen. Ja, da aber, das ist dann auch wieder nervig, wo man dann die Waffe in der Wüste verliert, weil hier könnte man ganz gut eine Waffe verwenden, auch erst recht in den so Schwierigkeitsgraden wie brutal. Mhm. Den Glitch kannte ich noch nicht, aber ist klar, dass es den gibt, weil man darüber kann, ist. Also man merkt, ich werde sogar noch während dem Zugucken hier überrascht, was es für Glitches gibt. Mhm. Das ist eigentlich immer ziemlich cool, wenn man also selbst wenn man ein Spiel eigentlich richtig gut kennt und dann taucht da plötzlich irgendein neuer Glitch auf, dass man dann so als Runner oder als Kenner von dem Run selber so ein bisschen noch reagieren kann oder muss sogar. Mhm. We're gonna run up and usually there's loads of enemies in this area. Aber ich bin mir sicher, es gibt sogar in Uncharted 2, da gibt es so ein YouTube-Video, hat irgendwann mal jemand hochgeladen, das war mit einem potenziellen Kapitel 1 bis Kapitel 16 Skip. Oh, wow. Aber leider weiß niemand, wo da jetzt genau der Trigger für so eine bestimmte Fallszene ist, weil man hat ja diese Stelle, wo man ganz am Anfang von Kapitel 1 da diese Zug hochklettert und dann kommt man da irgendwann später in Kapitel 15, muss man da nochmal hochklettern. Oder in Kapitel 16, glaube ich, oder? Ja, irgendwie sowas. Und dann kann man da sogar schon so aus der aus dem Bereich wieder rausklettern, aber leider gibt es ja keinen Trigger, der dann die nächste Stelle triggert. Wäre dann natürlich sehr cool, weil dann hat man wirklich einen ziemlich krassen Timesave. Ja. Also das ist halt generell mal cool, wenn man sowas Potenzielles entdeckt und dann erstmal guckt, kann man das irgendwie auslösen? Wie kann man es auslösen? Das ist immer sehr spannend, das zu beobachten. Oder halt sogar mitzumachen, je nachdem. Hier muss man jetzt auch gar nicht kämpfen, da muss man einfach nur warten, bis... man kann die bekämpfen, aber das bringt eigentlich nichts von zeitlich her. Mhm. Da kommen jetzt die Pferde. Ach so, ja, dann wird man davon sozusagen eingesammelt, abgeholt. Mhm. Sind ja jetzt auch neue Charaktere, die hat man vorher noch nicht gesehen. Oh Gott, 2 Stunden ohne Englisch. Bitte tu uns das nicht an, Arthur Nicken. Mach das, wenn jemand anderer am Kommentieren ist. So. Lenkt man das jetzt gerade selber hier? Jetzt noch nicht, aber gleich, da gibt es sogar ein ganzes Kapitel, wo man eigentlich nur ein Pferd auf dem Pferd reiten muss. Mhm. Ja, ich weiß jetzt noch nicht mehr genau. Ich glaube, das war dann zum Schluss kommt noch mal so ein bisschen was, da läuft man ganz normal rum und bekämpft Gegner, aber das größte Teil ist dann ab dem Kapitel nach hier nur auf dem Pferd. Jetzt lenkt man das Pferd, jetzt lenkt man das Pferd auch selber. Mhm, okay. Macht sich das gut hier, das Lenken? Ich sehe es ja jetzt nur so. Also ich weiß ja nicht, wie sich das steuert, aber ich habe halt schon schlechte Erfahrungen mit solchen Sachen gemacht. Ja, ich würde sagen, man sieht ja ungefähr, wie groß dieser Lenkradius ist. Ich denke mal, es ist okay. Mhm. Es ist halt nicht das Beste, was man haben kann. Und vor allem ist es dann halt nervig, wenn man irgendwie in einer Stelle ist, wo man dann zum Beispiel am besten gleich im nächsten Kapitel, Karawane heißt der dann, da möchte man halt am besten sich irgendwo hinter Autos herlaufen, aber das Pferd dauert halt so lange, bis das dann irgendwann mal wieder langsamer wird. Dann und manchmal ganz schön nervig. Oh, okay. Und hier hat man gerade den Himmel so verglitscht gesehen. Das passiert, weil erst war es jetzt gerade Nacht in der Cutscene, die man übersprungen hat. Und dann war halt die Szene noch als Nachtszene geladen. Dann musste erstmal der Hintergrund wieder als Tag einladen. Jetzt nicht, weil irgendwas geglitscht war oder weil man irgendeinen Glitch benutzt hat, ist einfach nur Cutscene übersprungen. Und auf jeden Fall war das Game verwirrt, so in etwa. Ich würde sagen, das wird dann wahrscheinlich auch einem Casual-Spieler mal passieren. Mhm, könnte sein. Aber ich habe es selbst mir bisher, glaube ich, nur einmal passiert. Aber das war halt auch beim Speedrun, dass ich dann
ja, die Cutscene übersprungen habe, weil sonst habe ich die eigentlich noch nicht übersprungen, die Cutscene. Ach so. Und da ist jetzt der Konvoi, wo man dann, ja, Gegner auf Motorrädern auf den Wagen da hinten drauf abknallen möchte. Oh, wow. Das war jetzt wieder eine dieser Sachen, die mich jetzt überrascht. Ich dachte jetzt die ganze Zeit, er wird da mit dem Pferd jetzt einfach runterfallen, aber... Dachte ich auch erst. Okay, jetzt hat das ihn wieder reingeschoben. Mhm. Okay, aber das, also er wollte da jetzt noch gar nicht inbound gehen, wenn ich ihn gerade richtig verstehe. Der wollte jetzt, glaube ich, so wie, also ich habe den Glitch jetzt noch nie so wirklich mitgesehen, aber so wie ich das jetzt denken würde, da müsste ich auch wieder nochmal nachgucken, irgendwie einen Speedrun nachgucken, wo dieser Glitch dann drin ist, aber ich denke mal, der wollte ganz nach vorne dran, um bestimmte Cutscenes zu triggern, die halt passiert, wenn man ganz vorne an der Karawane ist. Ja, dann wird halt auch ziemlich viel übersprungen. Mhm. Ja, aber ich denke mal, hier ist das Ziel also gerade in der Bewegung auch ziemlich anspruchsvoll. Ja, das ist auch nervig dann. Jetzt hier vorne gefüllt wird zwei Wagen mit einem Geschützturm hinten drauf. Die muss man ausschalten mit RPGs. Das ist auch wieder so nervig. Da kann man, man ist direkt drauf, dann fliegt das manchmal drüber, dann fliegt das manchmal drunter. Ach so, ja. Aber jetzt war beides glücklich, es hat er beides getroffen. Oh, doch hat er das Pferd erwischt. Ja. Aber ich glaube, einer von den Wagen war so oder so noch nicht kaputt. Ach so, ja gut. Also da hat er irgendwie... Ja, jetzt hat er die MG nur in der Hand gehabt. Auch. Oder nicht MG. AR. Ach so. Ah ja, da hat man sie eben ganz gut gesehen, dass der eine Schuss daneben ging. Mhm. So. Ja, the horse moved back as I jumped. So I fucking fell to my death. Ja, hier ist dann auch, man hat gerade noch gesehen, vorne waren gar keine Wagen mehr, gar keine Trucks. Mhm. Aber auf einmal, wenn man aufs Pferd springt, sind auf einmal wieder 5 Trucks da vorne, 4. Bei Motorräder. They are the hardest enemies in the game, because it only takes for the camera to move along with the, you know. Ja, er sagt aber auch gerade, das sind auch so ziemlich die härtesten Spieler, Gegner hier im Spiel. Na, halt wegen der ganzen Kamerabewegung. Mhm. Und da ist es. Wow. Da kann man sich dann auch wieder so Fragen stellen, wie zum Beispiel, warum überfährt er seinen eigenen Teammitglied? Oh, ja. Warum bremst er nicht einfach, sammelt den auf? Aber lustig sah es ja, aus. Ja, ja, genau das Gleiche kann man sich ja auch wiederum fragen, wenn man jetzt auf den... auf den Trucks da, auf den Ladeflächen hinten drauf steht, warum hört er nicht einfach auf zu fahren, warum bremst er nicht einfach? Mhm. Aber ist halt, ja, Videospiel. Muss nicht immer alles Sinn ergeben. Eben. Ich meine, da könnte man vielleicht noch argumentieren, dass er es gar nicht mitkriegt, dass da Drake jetzt hinten drauf ist, aber eigentlich sieht er das ja auch in den Rückspiegeln. Sollte er zumindest. Ja. Wird man hier beim Zielen langsamer? Das sah eben kurz so aus. Ich glaube, das Pferd ist jetzt generell wieder ein bisschen langsamer geworden, aber so. Zielen? Jetzt nicht, dass ich wüsste. Heute um 0 Uhr? Moment, jetzt bin ich neugierig, Mauli. Was, Serious Sam, oder? Ja, wer weiß. Ach so, ja, Mauli, ich weiß, was du meinst. Die Community Challenge, die geht ja um 0 Uhr nachher los. Ja, ja. Hm? So eine Punktesammel-Community Challenge. Genau, genau. Wir hatten jetzt letztes Jahr, wollte ich gerade sagen, letzten Monat hatten wir Donkey Kong Country Returns oder Tropical Freeze, ich verwechsel die beiden immer, 200% von Tiger für 500.000 Punkte insgesamt. Mhm. Und jetzt sind es, ich glaube, 300.000 und irgendwas von Mauli war das. Weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf. Werden wir spätestens dann um 0 Uhr sehen. Ja.
I remember when I did it in a run and it lost me about. Ja, jetzt hier ist ja wieder so ein Kampf gegen so einen dicken Typen. Mhm. Ach, hier sehen wir mal was anderes, wenigstens. Mhm. Das ist jetzt auch einer der einfachsten Kämpfe so. Gegen die dicken Gegner, die man haben kann. Oh, das muss doch wehtun, so auf dem Pferd zu landen. Ja, zum Beispiel, wenn man den Donut Drake Skin ausprobiert hat, diesen, ja, leicht übergewichtigen Drake. Ach so. Wenn der dann da drauf fällt, dann das arme Pferd. Oh ja. Kennst du hier Robin Hood, Helden in Strumpfhosen? Nee. Nee, okay. Da ist nämlich auch so eine Szene. Mhm. Aber da weicht das Pferd aus. Ja. Ja, so wie in Indiana Jones 3. Stimmt, ja, stimmt, da gab es sowas ja auch. Aber hier gibt es jetzt auch. Ich habe das versucht, so ein bisschen da durchzuglitschen in Brutal. Aber da stirbt man viel zu schnell, weil da muss man wirklich auch nur hier nach vorne einfach nur durch diese Türe durchlaufen. Mhm. Aber jetzt ist er ja selbst in Forscher schon gestorben. Also das richtig. Man ja, muss halt immer genau richtig darüber springen. Weil man sieht jetzt auch gerade manchmal, kriegt man das noch nicht mal hin, da überhaupt bei diesen Cover-Launch schnell genug zu kriegen, weil, ja, ich weiß noch nicht, woran das liegt, dass das manchmal so langsam ist. Aber da sieht man, jetzt hat er einen guten Launch gehabt. So, und jetzt ist schon ein Kapitel vorbei. Okay. Also das ist. Da überspringt man manchmal schon sehr, sehr nervige Kämpfe. Hi Momanius. Hallöchen. Hallöchen. Wo genau sind wir jetzt eigentlich gerade? Jetzt sind wir in der Hub-Al-Khali-Wüste. Ich weiß nicht, ob es die auch in echt gibt, aber das ist halt über Jemen auf der Karte. Okay, also sagt mir jetzt tatsächlich nichts, aber ich kann ja auch nicht jede Location auf der Erde kennen. Also gut möglich, dass es die wirklich gibt. Aber es ist auf jeden Fall in der Wüste, jetzt nicht in Afrika-Wüste, sondern in der arabischen Wüste. Mhm. Ja, ist halt. Ui, den zum Beispiel kannte ich jetzt noch nicht genau, dass es sowas da auch gibt, weil das muss man auch ein bisschen höher glitschen, hat man ja gerade gesehen. Mhm. Oh, jetzt gerade. Die Artefakte bei mir? Da eben? Ja, nee, war bei mir auch gerade. Kurz graues Bild, ne? Mhm. Nee, da hatte ich auch gerade. Aber jetzt ist schon Kapitel 21 von 22, das ist. Weiß es nicht, ups, hier. Ich glaube, hier gibt es jetzt keinen irgendwie großen Glitch, den man verwenden kann. Natürlich kann man den hier wieder benutzen, wusste ich auch wieder nicht. Mhm. Den kann man halt an so vielen Stellen verwenden, wo man einfach nicht, ja. Wo das halt nicht direkt offensichtlich ist, dass man den da auch verwenden kann, weil der ist so ein leichter, einfacher Glitch. Mhm. Er ist jetzt ungefähr 3 Minuten hinter seiner PB. Mhm. Ja. Und der nächste Split, also wenn er es wirklich auch hier in Kapitel aufgeteilt hat, das sehe ich jetzt hier nicht so genau, dann wäre das nächste Kapitel bei 2 Stunden, 4 Minuten und 10 Sekunden vorbei. Mhm. Bei 4:10. Ja, kommt hin, auf jeden Fall, ja. Mhm. Da können wir dann halt nochmal genau sagen, wie weit er jetzt hinter seiner PB ist. Ja, doch, kommt hin, weil das, dafür, dass es, ja, wenn man jetzt Uncharted 1 spielt, dann ist das letzte Kapitel, das 22. Kapitel, wirklich nur der Bossfight, den man dann hat. Mhm. In Kapitel 2, in Uncharted 2 ist es auch, ja, ein bisschen rumlaufen zum Boss, dann den Boss töten und dann ein bisschen wieder auf den, auf der, Brücke. Brücke, okay. Da wieder weg abhauen. Das ist auch eigentlich nur der Bossfight, aber hier jetzt, wenn man hier gleich in Kapitel 22 kommt, da ist, wenn man das normal als, ja, Casual Player zum ersten Mal als Story Game durchspielt, braucht man da bestimmt schon gut eine halbe Stunde, um da durchzukommen. Das ist schon eine Menge für ein Kapitel. Ja. Also ist auf jeden Fall für ein, ja, was letzten Endes eigentlich nur das Boss-Kapitel sein müsste, ist das ziemlich, ziemlich groß. Mhm. Und da ist es halt auch, man kann so sagen, das ist jetzt, ja, der Bossfight ist nicht nur ganz am Ende, wo man dann den, ja, den Endgegner tötet, sondern der Bossfight ist letzten Endes auch, ja, die ganzen Gegner, die ganzen Soldaten, Agenten, die man halt davor schon so einfach nur tötet. Mhm.
worst night, a really bad night. Und Darth Anakin, vielen Dank für deinen Stufe 3 Sub. Dankeschön. 10. Monat Stufe erhöht, jo. Warum auch nicht? Auch 25 Euro jeden Monat ist doch. Ja, ja, also. Ich persönlich finde es halt immer ein bisschen Verschwendung. Wow. Aber kommt auch natürlich auch immer auf den Kanal an dann. Mhm. Aber weiß ich, bei meinem Kanal wäre es zum Beispiel absolute Verschwendung. Man kriegt ja im Endeffekt nur einen Emote zusätzlich. Ja, das wäre es mir dann nicht wert, da stattdessen 10 Euro oder sogar 25 Euro auszugeben. Mhm. Ja, wenn es dann auf Stufe 3 mehrere Emotes gibt, dann kann man schon mal drüber nachdenken. Ja. Ja, es gibt ja auch diese Stufen-Emotes, oder? Wenn man Stufe 2 und dann Stufe 3. Genau, abonniert. Genau, die meinte ich ja auch. Achso, ja gut. Oh, ziemlich dunkel hier gerade gewesen. Mhm. Aber die Gegner hier sind auch nervig, wenn man die jetzt auf normal oder so durchspielt, weil die haben alle so in etwa 2 Leben. Das heißt, man muss die immer, ja gut, die hier jetzt gerade haben sozusagen, brauchen auch immer nur ein Leben. Mhm. Aber jetzt, ich denke mal, so normal oder einfach ist das dann schon, da muss man die zweimal töten. Also einmal töten, dann sind die in dieser Dämonen-Feuerkopf-Form sozusagen. Und dann nochmal töten, dass die endgültig tot sind. Ah, okay. Aber so sind die auch nur wegen, ja, weil Nate jetzt sozusagen wieder Drogen eingeflößt bekommen hat. Da hat er ja dieses, in der Cutscene, die übersprungen wurde, hat er so aus einem Brunnen Wasser getrunken. Das war aber so in etwa verseucht mit so einem halluzinogenen Erreger. Mhm. Dadurch halt auch, dass hier alles so zu Bruch gegangen, dass es jetzt alles, ja, die Leute hier alle tot sind. Und dass es halt alles, ja, zu Bruch gegangen ist hier in der Stadt. Oder, ja, Stadt. Ist da halt letzten Endes die Story. Verlasst, würde ich sogar eher sagen. Das sieht aus wie ein großer Palast. Ja, Palast. Ja, so in etwa. Auf jeden Fall, da sind alle gestorben, weil die irgendwann alle, ja, Angst voreinander hatten, weil die haben nur noch Dämonen gesehen, Geister, was auch immer. Mhm. Ja, und das ist dann halt auch, was die Bösen da jetzt rausholen wollen, diesen, ja, halluzinogenen Erreger da, dass die, ja, die Welt in Ruin stürzen können, was das auch immer so ist, alles. Mhm. Hat so ein bisschen typische, was von... Achso. Typisches Videospiel-Gedöns. Ich hatte jetzt die ganze Zeit so ein bisschen an den ersten Nolan-Batman-Film gedacht. Mhm. Da war es ja auch so was Ähnliches im Grunde. Mhm. Which is right before the end of the game, actually. Ja, genau, jetzt hier, wer der Runner das jetzt auch gerade nochmal gesagt hat, da kommt auch gleich nochmal ein ziemlich großer Skip. Das ist auch wieder mit dem, ja, an die Wand sich hindecken und dann durch die Wand durchschießen. Aber ich glaube, der war auch ziemlich kompliziert, zumindest vergleichsweise ziemlich kompliziert. Mhm. Man muss halt genau jetzt gucken, ja, hier muss ich genau so langlaufen, dass ich da nicht runter Falle von dieser unsichtbaren Wand, auf der ich gerade laufe. Mhm. So in etwa. Das war jetzt nicht der Glitch, den... Aber funktioniert. Wirklich funktioniert, weil das war jetzt so der aktuelle Checkpoint, den er hatte, glaube ich. Mhm. Aber cool sah der Glitch eben trotzdem aus. Mhm. Also generell... Ja, das ist auch mit einer der besten Glitches aus dem Spiel, den man irgendwie verwenden kann, weil der geht so einfach, man kann damit so coole Sachen machen. Mhm. Ja, da kommt man halt so leicht irgendwie out of bounds, auch wenn es jetzt nicht irgendwie schneller geht, auch wenn es nicht, ja, irgendwas bringt, macht halt einfach Spaß, den zu benutzen. Eben. Das sieht auch, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass das irgendein Glitch ist, hätte ich vielleicht auch im ersten Moment gedacht, das ist irgendeine Fähigkeit von Drake. Eine übernatürliche Fähigkeit oder so. Ja. Weil es einfach so natürlich irgendwie auch aussieht. Ja gut, man könnte jetzt vielleicht meinen, ja, ist vielleicht ja sogar so eine, ja, ist vielleicht sogar gewollt. Mhm. Aber wäre es gewollt, dann würde es auf der PS3 genauso gut funktionieren wie auf der PS4, weil ich weiß nicht, wie das passiert. Das Spiel wurde ja einfach nur remastered. Das ist jetzt halt... anstatt 720p 30 FPS von der PS3 jetzt 1080p 60 FPS ist. Aber vielleicht wurde die Engine auch ein bisschen verändert, dass es halt jetzt funktioniert, aber auf der PS3 funktioniert es nicht, auf der PS4 funktioniert es dann. Hm.
Ja, auch wieder so eine Sache. Deswegen gibt es auch wieder unterschiedliche Kategorien für PS4 und PS3, weil stimmt, das habe ich schon gesehen. PS3 dauert dann halt länger. Aber auch nur bei Any Percent, glaube ich, ne? Genau, Any Percent und All Treasures und Glitchness ist halt irgendwie, sind halt nur PS4-Spieler drauf, aber technisch gesehen ist es halt für beide Konsolen offen. Ja. Und hier ist jetzt, muss man ganz genau gucken, dass man da ganz genau so lang läuft. Genau. Ja, weil die Wand so dünn ist, hat er gerade gesagt. Ne? Genau. Aber jetzt hier kann man einfach nur mit, gegen Ende des Kapitels muss man so oder so wieder hier mit diesen, Kübeln oder was das ist, da dran lang hochklettern. Aber das kommt halt normalerweise erst ziemlich gegen Ende von dem Kapitel, von dem gesamten Spiel, um genau zu sein. Also. Und bin ich ja Zeitsparer. Jetzt habe ich übrigens am Ende des letzten Kapitels gar nicht auf die Zeit geachtet. Aber er scheint wieder ein bisschen Zeit aufgeholt zu haben gegenüber seiner PB. Ja, das ist auch jetzt, glaube ich, würde ich schon sagen, ein ziemlich guter Run im Vergleich zu anderen Runs, die halt bisher so gemacht wurden. Aber er hat, glaube ich, auch den einen Glitch irgendwie. Ja, er hätte das auch auf Safety gespielt, glaube ich, weil es gibt so ein paar Glitches, die sind wirklich so auf gut Glück. Mhm. Und dann ist halt auch der Run tot, wenn man den einmal nicht schafft. Mhm. Aber ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo nochmal. Ich glaube, das war im Schloss. In dem Schloss in Frankreich, da gibt es so ein paar Glitches, die sind dann, können sozusagen schon den Run töten. Okay. Aber jetzt ist auch nichts mehr mit irgendwie Speedrun Strategien, weil das Spiel ist nicht so gut wie vorbei. Das heißt, nur noch ein bisschen rumlaufen, dann der Endboss. Oh. Also das ist jetzt auch das vorletzte Kapitel, richtig? Ja, das ist jetzt schon das letzte. Ach, das letzte sogar schon, okay. Genau. Und hier habe ich nämlich Tower Climb mit 2 Stunden, 9 Minuten und 15 Sekunden. Und dann halt direkt danach der Boss mit 2 Stunden, 12 Minuten und 37. Ja gut, dann hat er das wahrscheinlich so gemacht, dass der dann den Boss nochmal ab jetzt hier ist immer noch genau das gleiche Kapitel, aber ab hier habt ihr wahrscheinlich nochmal den, so ein extra Split gemacht, oder was meinst du? Genau. Ah, okay. Weil man kann ja die Splits kann man ja komplett einzeln einstellen, ist ja unabhängig. Genau. Gibt's für das Spiel eigentlich Autosplitter, weißt du das? Ich glaube hierfür nicht. Okay. Weil das ist ja über PlayStation und herstellt. Ja, dann macht sich das ja ein bisschen blöd mit Autosplittern. Mhm. Aber es ist halt generell sehr praktisch mit zum Autosplitter, weil man sich dann selber gar nicht mehr darum kümmern muss. Ja. Ich vergesse das nämlich ganz gerne mal zu splitten. Ja, war das bei mir auch so. Ich habe bestimmt in meinem Speedrun um die halbe Minute, vielleicht sogar eine Minute oder so, Zeit sozusagen verschwendet, einfach nur, weil ich so geguckt habe, dass ich das mit den Splits genau abpasse. Das kenne ich. Ich hatte bei Lightning Returns damals mal wirklich jede einzelne, also bei dem Speedrun, jede einzelne Mission als Split reingemacht. Und das ist einfach zu viel gewesen. Da musste ich so oft splitten. Ich habe dann so oft auch was vergessen dabei, weil ich irgendwann einfach nur jedes Kapitel einmal, also waren dann 5 Splits am Ende. Ja, ich habe es auch so gemacht, dass ich bei Uncharted 3 bei mir das so gesplittet habe, je nachdem, wo man ist. Also wenn man zum Beispiel in der Bar ist, ist ein eiserner Split. Mhm. Dann ist die Kindheit ein eiserner Split. Dann nachher so dieses London Underground ist auch nochmal ein eiserner Split. Und halt generell, wenn man in Frankreich ist, Syrien, Jemen, alles das so eiserne Splits. Ah, okay. Also, sowas, bei sowas ist tatsächlich so ein Rennpedal, so ein Fußpedal, eine relativ sinnvolle Überlegung. Es gibt ja Leute, die machen das tatsächlich, dass sie dann mit dem Fuß dann quasi splitten. Ja, wenn man die Hände voll hat. Eben. Irgendwann ganz am Anfang, als ich gestreamt hatte, hatte ich auch immer nur über PlayStation gestreamt. Dann hatte ich irgendwie über Streamlabs Stream starten und Stream beenden auf F7 und F8 gelegt. Weil ich ja gedacht habe, ich will ja über PlayStation, brauche ich ja nicht. Dann irgendwann habe ich Minecraft gestreamt und auf einmal habe ich mich gewundert, warum ist denn jetzt der Stream abgebrochen? Ach so, oh ja. Kritisch. Aber jetzt ist der One fertig, 2 Stunden 12, auch wieder über 10 Minuten und runter.
Moment. Ich glaube, das liegt auch hauptsächlich daran, dass. Ja, das kann so schnell hochgehen, wenn man irgendwelche Skips verkackt. Mhm. Aber er ist tatsächlich eine Minute und 24 Sekunden nur über seiner PB. Und das ist echt gut. Mhm. Bei einem Run von über 2 Stunden. Also da kann er, glaube ich, sehr zufrieden sein mit. Jo. Hallo. Ja, und zufrieden sein können wir natürlich auch mit deinem Commentary. Oh, schöner Übergang. Na, also, hat sehr viel Spaß gemacht, hier mit zu kommentieren. Mit dir zusammen. Ja, mal kommentiert, also. Achso. Ah, nee, Quatsch. So, dann mache ich mal ganz kurz den mehr als verdienten. Okay, Mauli macht den mehr als verdienten Shoutout. Gut, ja. Da ist er noch ein bisschen schneller gewesen als ich. was streamst du aktuell so? Immer unterschiedlich, mal von der PlayStation irgendwas. Also, letztens hatte ich noch mal ein bisschen Vampir von der PlayStation gespielt und dann danach Minecraft. Also. Aber Vampir musste ich auch irgendwann mal spielen. Das sah schon recht reizvoll aus. Ja, aber lohnt sich auf alle Fälle bei dir reinzuschauen. Ich behaupte ich jetzt einfach mal. Vielen Dank natürlich für das Shoutout. Ja, nee, das hast du dir mehr als verdient durch das Commentary allein schon. Ich kann sagen, also. Also, wenn ich mal überlege, wenn wir jetzt hier keinen Kommentator hätten, dann hätten wir halt wieder eine Lücke und das wäre natürlich auch doof. Und ja, so haben wir auf alle Fälle auch ein kompetentes Commentary gehabt dafür. Da sagen wir natürlich nicht nein. Ja, dann. Okay, ich hoffe, dir hat es auch soweit Spaß gemacht. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant mal, hat Spaß gemacht. Ja, gerne wieder, würde ich sagen dann. Also wir können bei den Uncharted-Dingern, bei Teil 2 und Teil 3 im Grunde ja, können wir gerne mal auf dich zukommen dann wieder. Ja, da muss ich nochmal mich in Uncharted 2 und 1 reindenken, gucken. Ja, wir können ja nachfragen. Wenn du dann in dem Moment da nicht so weit bist, in Anführungsstrichen, dann ist es halt einfach so. Mhm. Ja, aber anfragen können wir ja. Oder du stellst dich dann zur Verfügung, wenn du es mal irgendwie zufällig siehst. Ja. Ja. Hat auf alle Fälle, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann gar nicht glauben, dass die 2 Stunden schon vorbei sind. Ich auch nicht. Das ging noch schneller als gedacht. War ein schönes, angenehmes Kommentar. Hat Spaß gemacht, euch beiden zuzuhören. Okay. Ja, dann. Ich finde übrigens auch das in der Cam da gerade ganz interessant noch. Katje. Die Cam. Ja, seine Katze. Die Katze hat gewandt, er hat nur so getan. Deswegen. Ach so, aha. Siehst du, wie erschöpft die Katze ist? Genau. Oh, wow. Ja, der hat nur das Commentary gemacht. Die Katze hat gerade eigentlich gespielt. Ja, genau. Und so einfach kann man durch Uncharted Runs, wie hier gerade Darth Anakin sagt, wieder die